Was? Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, so schnell kann es gehen. Gerade eben stand ich noch da hinten und habe ein schönes Paketchen ausgepackt. Und jetzt ist der gleiche Abend noch und ich mache schon wieder ein Video. Ja, ich habe ja angekündigt, man weiß nie genau, was als nächstes passiert. Also kommt doch noch vor dem nächsten Proberaumvideo was anderes, nämlich eben dieser Vlog. Und wie ihr in der Titelbeschreibung schon gesehen habt, oder im Titel des Videos, im Videotitel, ja, es geht um Frauengeschichten. Ne? Und zwar habe ich vor, euch so ein bisschen meine Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht zu erläutern. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, als ich meine jetzige Süße kennen und lieben gelernt habe. Vielleicht erzähle ich da auch nochmal ganz kurz, wie das dazu kam. Das habe ich aber auch schon mehrmals umrissen. Da viel mehr gibt es auch nicht zu berichten. Und das machen wir jetzt mal. Es gibt aber auch einen Grund für dieses Video. Es gibt jemanden, der mich dazu im Grunde genommen animiert hat, das jetzt zu tun. Und dem ich vielleicht, auch wenn ich mit ihm kaum Kontakt habe, ein klein wenig helfen kann hiermit. Was heißt helfen? Ja, kann vielleicht ein bisschen, wie soll man das denn sagen? Helfen ist das falsche Wort. Ich bin ja hier nicht der Papa oder was? Ihr wisst schon, wie ich meine, glaube ich, oder? Egal. Worum geht's? Was ist da los? Ja, das habe ich mir auch gefragt, als ich heute auf Facebook unterwegs war. Denn offenbar kann man da Livestreams machen. So, da habe ich einen Livestream gesehen, der läuft glaube ich auch separat jetzt gerade noch. Es ist jetzt gerade 19.53 Uhr und ja, um diesen Livestream geht das eigentlich, weil dieser Livestream und das, was da passiert ist auf Facebook mit derjenigen Person, es geht um den Jake Hayes, der ein wichtiges Teil der damals noch recht aktiven Film-Community war oder ist, in der ich mich ja nicht so bewege, ich bin Filmfreak, ne, ist keine Frage, aber ich bin jetzt keiner von diesen hardcore eingefleischten Film-Community-Mitgliedern, die wirklich nur auf Filme und auf Unboxings und so sich spezialisieren, sag ich mal. Und daher kenne ich ihn so ein bisschen, ich habe eigentlich von seinen Videos gesehen, apropos, da fällt mir gerade ein, wo ist denn hier YouTube? Ich habe dich, glaube ich, gar nicht mehr abonniert, ne, seit meinem neuen Kanal, kann das sein? Moment. Ich habe mir ja nie eine Liste gemacht mit den ganzen Leuten, die ich mal abonniert hatte. Und deswegen sind so viele aus meinem Gedächtnis weg und irgendwann, boing, ach Mensch, der gibt's ja auch noch. Nee, der hieß gar nicht so, ne? Wie hieß denn du auf YouTube noch? Ah, ich glaube, ich warte mal. Ich glaube, ich weiß wie. Nee. Wie war denn das, ey? Wie hieß denn du nochmal? Shit! Moment. das bist du nicht. Das ist irgendein Emo. What the fuck? Egal, ich muss nachher mal nochmal genauer nach dir suchen auf YouTube. So, auf jeden Fall hat der erst, also wie gesagt, bevor ich diesen Stream sah, ein Bild gepostet und dachte, ja, what the fuck? What the fuck? Was ist das? Was ist jetzt los? Oh Gott. Ne? Und zwar sah man da einen Unterarm, meine ich, mit einer blutigen Schnittwunde dran. Und lebt wohl, schnöde Welt, oder sowas, stand noch drüber. So, und da dachte ich erst, oh, was geht da denn ab? Ne? Und hab mich aber nicht weiter dazu geäußert, weil ich da auch nicht so gerne irgendwelche Fettnäpfchen treten will, weil ich weiß ja nicht, was da so los ist. Ne? Und dann kam eben dieser Stream, in den ich dann reingeschaut habe, wo er so ein bisschen erzählt hat. Und der gute Jake, heißt natürlich nicht eigentlich Jake, eigentlich heißt er, ich weiß gar nicht, wie er eigentlich heißt. Doch, weiß ich, aber muss ich ja jetzt hier nicht raushauen, ne? Obwohl er das ja auch selbst getan hat, also von daher, ich glaube, er heißt Timo. Seinen Nachnamen kenne ich eigentlich wirklich nicht. Und er ist auch 31 Jahre, das heißt, zwischen uns beiden liegen 8 Jahre, jetzt im Februar dann 9, also ich werde im Februar 40, oh Gott, das wird hart, aber naja, ne? Und, also als Opa spreche ich jetzt mal zu dir, mein Sohn, oh, Spaß beiseite. Nein, und, ja, er hat sich da in ein Mädel verliebt, die seine Gefühle aber nicht erwidert. Ne? Und das ist hart, das kenne ich nur zu gut. Auch,
Auch wenn ich es nicht oft erlebt habe, aber mich hat es immer sehr, sehr schwer getroffen. Und das werde ich jetzt alles erzählen. Also ich werde jetzt mal einfach mal, nicht nur dir, sondern überhaupt meinen Zuschauern, weil es ist ja ein Vlog in allgemeiner, mal berichten, so meine Hochs und Tiefs, was die Mädels angeht, die Frauenwelt und so weiter und so fort. Mit allem drum und dran, mit allen schmutzigen Details, wirklich. Also wirklich. Ich hau ja jetzt Sachen raus, da könnt ihr euch mal festhalten, was der Slane denn so alles gemacht hat für die Frauen. Ne? Und mit den Frauen. Knallhart, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne jeden Kompromiss werde ich euch jetzt hier Details erzählen. Whoop, badu, badu. Jetzt geht's hier aber rund, meine Freunde. So, und natürlich werde ich nur die Vornamen der jeweiligen Mädels nennen, damit hier niemand irgendwie, naja, angefahren wird, der nicht angefahren werden soll. Was ich vorab sagen muss oder will, bis auf eine von diesen Mädels, sind es alles Mädchen oder Mädels und Frauen, denen ich überhaupt nicht mehr böse bin oder die ich jetzt hasse, weil ich nicht mehr mit denen zusammen bin, weil sie mich abgesägt haben oder weiß der Geier. Bis auf eine, zu Recht, das werdet ihr aber noch zu erfahren, diese dumme Bitch darf mir nie wieder begegnen. Ich werde sie dann nämlich. Nee, das darf ich jetzt hier nicht sagen, aber werde ich auch nicht. Das ist Blödsinn. Man sagt ja immer, ich bringe die eine um! Das macht man ja doch nicht. Nee, die Eier hat man ja nicht. Nein, dann kommt man ja ins Gefängnis, das hören wir ja nicht. Diesen Sieg würde man dieser Person im Nachhinein ja gar nicht mehr gönnen wollen. Also von daher, ne? Aber ernsthaft, das war. Wow, war das hart. Aber naja, da kommen wir noch zu. Wir fangen mal an. Auch zu der ganzen Sache mit Jake habe ich noch ein paar Sachen, die ich ihm noch sagen will. Nachher, ich weiß, Jake, du willst das nicht hören, das hast du in deinem Stream auch gesagt. Aber dennoch, wenn dir jemand solche Dinge schreibt oder sagt, ja, wo du gesagt hast, das will man nicht hören als Single, doch. Du willst es nicht hören und ich wollte es auch nie hören. Aber wenn sich der Sturm gelegt hat, den du jetzt gerade bist, du befindest dich gerade im Auge des emotionalen Hurricanes, das weiß ich. Und wenn der abgeebbt ist, dann wirst du durch diese ganzen Kommentare und die ganzen Leute, die dir das gesagt haben, erkennen, wer hinter dir steht. Jetzt noch nicht, jetzt siehst du das noch nicht. Das ist klar, das habe ich so oft genauso gehabt wie du. Ja? Also auch mal an die ihm das alles so geschrieben haben. Ich war auch schon kurz davor, aber er hat dann ja gesagt, er will das nicht, also mache ich das auch nicht. Und ihr habt das gut gemacht. Ihr könnt, also jetzt seid nicht irgendwie, jetzt habe ich, der ist jetzt angepisst, weil ich ihm ein paar liebe Worte geschrieben habe. Ich glaube, der Jake wird das schon noch erkennen, dass das lieb von euch gemeint war oder was das erkennen. Er weiß das auch. Aber ich kann nachvollziehen, wenn er sagt, er will das nicht hören. Das kann ich tausendprozentig nachvollziehen. Weil mir das immer genauso ging. Ne? Bei allen Geschichten, die ich so hatte. Also, wenn sie denn kaputt waren. So. Gut, also, und auch deswegen will ich dir daher auch noch ein paar Worte und ein paar Sachen mit auf den Weg geben, die ich so meiner Erfahrung mäßig nach sagen kann, würde ich mal sagen. Und die vielleicht ein bisschen auch hilfreich oder aufbauend sind oder so, keine Ahnung. Wenn du Lust hast, kannst du sie anhören. Wenn nicht, vielleicht guckst du sie, vielleicht sieht ihr dieses Video auch niemals, dann ist das so. Ich werde ihn hier nicht verlinken oder hier irgendwie mitnennen oder irgendwie jetzt hier in den Videotitel mit reinbinden oder so, damit er es auf jeden Fall auch sieht. Wenn nicht, dann ist das eben so. Dann nimmt diese Worte eben derjenige mit, der sie mitnehmen mag. So, wir fangen an mit der Schulzeit und zwar der Grundschule. Und ich habe diese ganze Story ja schon mal erzählt und deswegen kann ich sie ja schnell nochmal umreißen. Es geht um die erste, in die ich wirklich verliebt war. Gut, das war wirklich noch die Grundschule. Das war auch in der Grundschule, das war ja da ich muss hier mal, ach ja, ich habe mir hier alles notiert, ne? Das war die Christina, die kam aus, ich glaube, aus Dänemark, war eine Dänisch-Deutsche, also, ne? Und eines Tages war es, ich glaube, in der zweiten Klasse, ich glaube, das war, glaube ich, tatsächlich sogar in der zweiten Klasse. Ging die Tür auf und dann kam unsere Lehrerin rein und sagte: So, liebe Mitschüler, heute begrüßen wir eine neue Mitschülerin. Das ist die Christina aus Dänemark, die sagt auch den Ort, keine Ahnung. Die ist hier nach Eckernförde gezogen und jetzt nicht eure neue Mitschülerin. Und es war ohne Scheiß, wie in so einem kitschigen Kinderliebesfilm, wie sie dann so reinkam, ihre langen blonden Haare wehten im Wind und hinter ihr stand irgendjemand, warum auch immer, und hatte einen großen strahlenden Scheinwerfer an, der dann ihre Silhouette umstrahlte oder so. Ihr wisst schon, was ich meine, so wirkte das auf meine kindlichen Augen damals tatsächlich, als sie da reinkam. Nur muss ich sagen, ich habe mein Leben lang schlechte Augen gehabt, deswegen saß ich immer am Lehrerpult vorne. Deswegen hatte ich diesen idealen Blick auf sie, wenn man so will. Weil ich direkt da auf die Klassentür war. Ne? Also deswegen. Und ja, ich war halt total verknallt in die. Absolut total mega verknallt. Das erste Mal in meinem Leben. Und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe das dann irgendwann meiner Mama erzählt. Und meinem Papa.
Und so ein paar Wochen später. Und was sie mir nicht aus dem Kopf ging, und ach mal, auch wie süß, unser Kleiner ist verknallt. Oh. Und ich so, das ist nicht lustig. Naja, und dann haben sie mir so ein paar Tipps gegeben. Und meine Mutter hat mir jetzt nicht so viele Tipps gegeben. Sie hat nur gesagt, ich soll mich halt eben so ein bisschen rausputzen, wenn, ne? Und sowas halt so, ne? Und mein Papa hat mir einen Tipp gegeben. Heute würde der voll funktionieren, ne? Aber damals hat er nicht funktioniert. Mein Papa hat mir damals ein Buch geschenkt mit verschiedenen Kurzgeschichten drin oder irgendwie so. Und oder ja, irgendwie so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder war es nur ein Buch mit einer Geschichte? Ich weiß es echt nicht mehr, es ist zu lange her. Und da wurde, mittlerweile weiß ich durch euch, weil ich diese Geschichte wohlgemerkt schon mal woanders erzählt habe, da schrieb mir das dann jemand in die Kommentare, dass das klingt wie Edgar Allan Poes, die Maske des Roten Todes oder so, ja, irgendwas mit dem Pestding da. Und irgendwie sowas war das auch, der Rote Tod, irgendwas war damit. Und ja, ich habe auf jeden Fall dann aus diesem Buch, also lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten eine Deutschstunde und wir sollten von zu Hause ein Buch mitbringen, aus dem wir eine oder mehrere Seiten so ein bisschen vorlesen. So, und dann hatte ich jetzt dieses Buch und dann dachte ich, oh, das ist ja ganz beeindruckend. Mein Papa hat mir ja gesagt, das ist ein ganz tolles Buch. Mein Papa hat aber nicht gesagt, dass ich damit, nicht gewusst, dass ich damit in die Schule laufen würde. Mein Vater hat aber zu mir gesagt, du hast doch so viele schöne Bücher und Comics und er spielt dir damit Wolfgang Garfield-Bücher und sowas an, ne? Dann nimm doch mal davon eins mit in die Schule, was du von dem du dich trennen magst oder so, ne? Wo du besonders findest, dass es toll ist, was du aber bereit bist abzugeben und schenke ihr das. Und was macht der kleine Tommy? Er geht mit die Maske des Roten Todes in die Schule, liest daraus zunächst ein paar grauenerregende Zeilen vor, sodass die Lehrerin, unsere Lehrerin, die Frau Kraft, die hat das dann abgebrochen. Und ich habe dann dieses Buch versucht, Christina zu schenken. Ich habe einfach einen Zettel draufgeklebt, für dich mit dem Herzchen von Tommy draufgeschrieben und dann habe ich das während der Pause unter ihren Pult gelegt. So, dann habe ich ihr gewartet und ich habe auch gesehen, wie sie es gesehen hat und wie sie das dann so guckte. Und dann hat sie, glaube ich, auch ein bisschen drin rumgeblättert. So, und sie hatte aber noch nicht reagiert, weil es war ja laufende Stunde. Und dann war die nächste Pause und ich war ganz aufgeregt und habe dann draußen gewartet. Kommt die jetzt irgendwie zu mir, spricht die mich irgendwann an? Es kam aber nichts. Und als ich dann wieder zurückkam in die nächste Stunde, da lag das Buch wieder unter meinem Tisch und der Zettel war umgedreht und also andersrum draufgeklebt, da stand drauf: Nein, danke. Und daher hat sich das Ganze mit dem Mädel auch erledigt. Ich hatte aber auch keinen Liebeskummer. Ne? Das war halt irgendwie so. Ich war eigentlich nur angepisst, kann man sagen. Es war richtig so, ja, dann eben nicht mehr blöd Kuh. Also ich habe wirklich damals noch kein Lebenskummer empfunden. Kann ich gar nicht anders sagen. Und dann habe ich halt, ja, dann waren mir die Mädels erstmal scheißegal. Jahrelang, wirklich. Ne? Bis ich dann in der Hauptschule gelandet bin und da kam dann die nächste Geschichte, die habe ich auch schon mehrmals erzählt, mit der Denise. Die kam aus Essen. Was eigentlich witzig ist, weil jetzt meine jetzige Partnerin auch aus Essen kommt. Okay, oder Essen, ist das überhaupt Essen? Mühlheim, die kam aus Mühlheim. Ist das bei Essen? Weil sie hat mal gesagt, das ist bei Essen. Ich kann natürlich auch sagen, dass sie mir einen vorgesponnen hat. Ich weiß es nicht. Ich hab mal die recherchiert. Aus Mühlheim kam die, um genau zu sein. Und mein Gott, war ich in die verknallt. Also die war halt immer im Sommer, in den Sommerferien bei uns, weil die Familie ihre Oma, also Mama und Papa von ihr haben ihre Mutter, also die Oma von der Denise, hier in Engelfeuer besucht und die wohnt da halt in der Nähe unseres Grundstücks und deswegen spielte sie immer auf unserem Spielplatz und tollte mit den anderen Kindern auf der Wiese rum und hat eine Freundschaft geschlossen zu meiner Schwester. So, und deswegen, ne, und dann habe ich sie halt dann auch öfters gesehen von meinem Fenster aus und so und ja, boah, war immer total geflasht von der. Und das war, wie gesagt, in der Hauptschule und da hatte ich mittlerweile schon für mich verinnerlicht, du bist ein Loser, du bist der Eckensteher auf dem Schulhof, du bist der, den alle nur triezen, ne? Du bist der, ja, auf den alle rumhacken. Ne? So, also war dieses Mädchen für mich Galaxien über jeder Liga stehend, versteht, was ich meine. Unerreichbar, so. Aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe das echt, ich habe jedes Jahr darauf gewartet, dass Sommerferien sind und dass Denise wiederkommt. Und sie war auch immer mit ihrem Bruder da. Und mit dem konnte ich wiederum ganz gut. Und wir haben immer draußen hinten auf der Wiese Fußball gespielt. Also alle Kinder überhaupt, aus dem Hochhaus so zusammen, haben da verschiedene Teams gebildet, ne, und dann haben wir halt Fußball gespielt gegeneinander. Und dann muss ich doch dazu erzählen, der beste Fußballer, den wir da hatten, bei den ganzen Kindern da, das war ausgerechnet mein Erzfeind, der hieß Martin. Mit dem habe ich mich alle Nase hat mal gekloppt, weil das ein ziemliches Arschloch auch war. Der hat ein paar Sachen gebracht. Wenn ich da jetzt anfangen würde zu erzählen, könnte ich einen weiteren Vlog füllen, der euch aber
nicht groß interessieren sollte, weil geht ja nur um den dann. Kurz ein paar Sachen vielleicht, oder eine Sache zum Beispiel, er war ja immer so ein Feindfreund, also hat er schon Sachen mit mir gemacht. Wir haben zum Beispiel, damals gab es in der sogenannten, hier im Mühlenberg, so heißt das Ding, einen Friedhof gibt's da, auf der rechten Seite. Und auf der anderen Straßenseite von diesem Friedhof war mal damals ein Kiosk. Da haben wir uns immer so eine Tüte geholt mit Naschkram. So war gegangen, 5 Mark hingelegt, ne, mach uns die Tüte voll, random, mit irgendwie, und haben wir nicht, und haben wir absichtlich weggeguckt und uns überraschen lassen, was denn der Kaufmann uns da zusammengepackt hat. Das haben wir geliebt. So, dann sind wir auf die andere Straßenseite, auf diesen Friedhof, da konnte man auf so einen großen Grashügel, der direkt am Straßenrand war, oben drauf sich setzen. Da haben wir dann gesessen und die Sachen gefressen. Am Rande des Friedhofs war das wohlgemerkt, ne? Also wir haben da niemanden belästigt, wir wurden da auch nicht bemerkt. Was war so ein Hang, wenn man so will. So, und von da aus hat Martin dann irgendwie meistens so Lakritzschnecken oder so im Mund genommen, angelöscht, dass sie ordentlich klebrig sind, und dann auf vorbeifahrende Autos geschmissen. Und so ein Scheiß hat er halt gemacht. Ne? Und schuld war dann immer ich, wenn es dann jemandem aufgefallen war. Der war dann so. So ein Arschloch war das, kann man so sagen. So, auf jeden Fall, der war ein guter Fußballspieler und deswegen wollten immer alle in seinem Team sein, logisch, oder so. Und ich wollte natürlich Denise beeindrucken und hab dann immer voll abgelost. Und irgendwann, wie gesagt, war halt eben dann wieder Sommerferien und dann kam sie halt eben auch an da und dann habe ich mir gleich ihren Bruder zur Seite genommen und ich hatte wirklich über die Wochen hinweg vorher lange gefeilt an einem Liebesbrief. Und den habe ich ihm dann gegeben und gesagt, kannst du den deiner Schwester übergeben? Und dann... Ach, und dann guckte er kurz rein, sowas in der Richtung habe ich mir schon gedacht. Ich so, was? Ja, ich habe das schon gemerkt, die letzten Male, wenn wir so hier waren, ne? Du magst meine Schwester. Ich sage, ja, okay. Ja, ich übergebe ihr den gerne. Und dann hat er das auch gemacht. Und ein paar Stunden später klopft es an mein Zimmerfenster. Ich hatte mein Fenster hinten zum Hof raus, nicht zur Straße hin. Und da stand sie da. Und dann habe ich das Fenster aufgemacht. Und, Alter, mir wurde heiß und kalt. Ich kann es gar nicht beschreiben, das Gefühl, was ich damals hatte. Mir schlug das Herz bis zum Kehlkopf hoch, ne? Und ich sag, na, hast du den Brief gelesen? Und dann, ja, stand sie da so. Und das war richtig niedlich, kann man gar nicht ernst sagen. So, ja, und? Ja, finde ich schön, finde ich gut, finde ich toll. Also, das war das Ja. Also hier, Jackpot, ne? Ich hab's aber nicht kapiert. Ich habe mich natürlich gefreut. Und in dem Moment, wo sie mir das auch sagte, und ich mich dann freute und auch dann den nächsten Satz sagen wollte, ging da oben bei dem Haus, wo die Oma wohnte, das Fenster auf. Denise, komm essen! Und dann muss jetzt noch los. Und dann war sie weg. Ich konnte also nicht weiter auf die Situation reagieren. Und da war eine Sperre. Ich habe nicht kapiert. So, das ist jetzt deine Freundin. Ich bin nicht rausgegangen zu ihr. Ich bin nicht zu ihr hingegangen, habe sie abgeholt, um mit ihr irgendwas zu unternehmen. In den nächsten Tagen. Und dann irgendwann, das muss Denise ja natürlich irgendwie seltsam vorgekommen sein, und da hat sie mit wem drüber gesprochen? Mit Martin. Und was hat der natürlich gesehen? Das war die große Chance. Und da hat er sie mir ausgespannt. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Wochen am Stück geheult. Ich habe wirklich 2 Wochen am Stück, in den Sommerferien war es zum Glück, geheult. Also in der Schulzeit wäre das gar nicht möglich gewesen. Ich hätte in der Schule nur gesessen und geplärrt. Ich wäre als die größte Lusche der Stadt in die Geschichte der Schulzeit eingegangen, wahrscheinlich in der Zeit. Es waren ja aber Sommerferien. Und ich habe 2 Wochen am Stück, ich war nicht aus dem Bett rauszukriegen. Ich habe nur da gesessen, ich konnte nur noch weinen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Tag und Nacht war ich so betrübt, dass ich nur geweint habe. Also ihr glaubt nicht, wie viel Tränen 2 Augen produzieren können. Das ist unglaublich. Das ist wirklich passiert, ohne Scheiß. Und ich habe dann aber durch meine Musik, durch Songs wie zum Beispiel Still Loving You von The Scorpions, oder damals gab es aktuell von Doro das Album True at Heart. Das ist fast komplett balladesk, kann man sagen. Also eher ein ruhigeres Doro-Album, bis auf so 2, 3 rockigere Nummern. Das hat mir aus diesem Loch so ein bisschen rausgeholfen, die immer wieder zu hören, diese Sachen. Ne? Also ich wälze mich dann auch im Schmerz und höre dann Balladen wie Sau. Ganz komisch. Und das habe ich halt getan und das hat mir so ein bisschen geholfen. Dann war ich zeitweise in Doro-Pesch verknallt, ja. Ne? Wie man es als 14-Jähriger so hat. 13, 14, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Ja, und dann war diese Geschichte dann auch durch. So, dann passierten erstmal viele, viele, viele Jahre nichts. Ich habe dann meine Ausbildung als Elektroinstallateur begonnen und abgebrochen, weil es nicht mein Ding war. Und dann durchgezogen als Maler und Lackierer. Dann bekam ich als Geselle meine schöne Schmuckkrankheit, mich schmückende Krankheit. Und ja, das war es dann erstmal soweit. Und ich habe dann angefangen, mich im Internet zu bewegen. Und da fand dann das nächste Ding statt. Und das war die Katja. Die Katja, die habe ich kennengelernt auf spin.de. Da ist sie nicht mehr, glaube ich. Und ich bin auch nur noch da, weil ich ab und an mal mein Profil aktualisiere. Weil wenn du mehr als ein Jahr dein Profil nicht aktualisierst auf Spin, löschen sie dein Profil einfach. Heißt,
Nehmen wir mal an, du hast einen schweren Unfall und liegst ein Jahr im Koma. Pech gehabt. Wenn du wieder nach Hause kommst, ist dein Spin-Profil weg. Mit allem drum und dran. Schon, auch fair, oder? Aber gut. So, und da habe ich die, wie gesagt, kennengelernt und ich habe halt damals viel da auf spin.de gepostet in so Gruppen und so, wie sagt man, Threads, in Foren-Threads über Rockmusik. Und auf diese Weise kam das. Es war damals aktuell eine neue CD draußen von der Band Edguy und von der Band Axis. Ich meine, das war die Paradise in Flames von Axis und gleichzeitig das Edguy-Album dazu. Die Hellfire Club? Ich weiß nicht genau. Kann das sein? Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Und sie hatte halt beide Alben gepostet und jeweils einen Song daraus mit einem YouTube-Link und dann so die Frage gestellt, welches Album gefällt euch besser? Oder das sind die beiden, ne? Und dann hab ich halt drunter geschrieben, die sind beide absolut klasse, da könnte ich mich jetzt echt nicht entscheiden. Und auf diese Weise, dann schrieb sie mich privat an, so kamen wir halt eben dann ins Gespräch das erste Mal, das weiß ich noch genau. Ja, und dann haben wir geschrieben über Musik und haben Links ausgetauscht und so kam dann übrigens auch mein YouTube-Account zustande, weil ich dann halt einen Account gemacht habe, um mir eine Playlist erstellen zu können, so eine Favoritenliste, wo man ganz viele Musikvideos reinballern kann. Das war damals der Grund meines alten YouTube-Kanals noch. So, und dann habe ich halt eben praktisch die ganzen Tage damit verbracht, wenn sie zur Arbeit war, dass ich halt eben irgendwelche Links gesucht habe, weil ich wusste, abends kommt sie ja nach Hause und dann schreiben wir miteinander und dann kannst du immer diese Links rausballern. Und dann haben wir halt eben, es war ein furchtbares Chatprogramm, was es auf Spin gibt, was alle naselang abschmierte. Deswegen haben wir uns wie heißt das überhaupt, so ein Chatprogramm rausgesucht halt. Und zwar haben wir, und das benutze ich bis heute noch, ICQ. Ich benutze das auch heute noch. Ich bin so ein Mensch, der sich da an solche Dinge dann hängt, ne? Und es ist meines Wissens auch wirklich das Beste, was es da gibt. Das, ja, ist halt so ein Gewohnheitsding. Und da haben wir halt immer die ganzen Sachen immer ausgetauscht. Und ich erinnere mich damals noch an diese furchtbaren Geräusche, die das Ding immer machte, bis man es dann endlich abschalten konnte. Boah, so, ja, gut. Und ja, über die Wochen hinweg kam dann irgendwann abends ein Chat zustande, wo sie dann schrieb, ja, wie toll sie mich doch findet und bla bla bla. Ich wusste aber, die Frau ist verheiratet. Und deswegen fand ich ein bisschen schräg und hab da jetzt mich zwar schon geehrt gefühlt, aber bin jetzt nicht so wirklich drauf eingegangen, ne? Bis sie dann, und ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ging ja vom Schreiben her immer so ein bisschen hin und her und so. Man flirtet sich an und macht sich gegenseitig Komplimente und so. Und ja, und irgendwann meinte sie, ja, wenn ich dann ganz ehrlich bin, ist es ja schon lange, also fühle ich ja für dich schon lange mehr als Freundschaft. Und dann, was willst du damit jetzt sagen? Dann, ja, wenn du mich jetzt zwingst, das zu sagen. Und dann standen die drei Worte da. Und dann sitzt du da abends und dann vorm Rechner, noch im Zimmer von meinem Vater, der hat da geschlafen hinter mir. Und ich sitze da und bekomme von einer Frau, jedenfalls virtuell, die Liebe gestanden. Ich habe dann gesagt, okay, ich empfinde auch viel für dich, weil es war so. Und das ist natürlich jetzt toll. Ja, und ab da haben wir dann eben auch mal telefoniert. Und dann eben auch viel telefoniert. Und immer stand im Raum, weil ich habe das nächste, was ich geschrieben habe, natürlich an demselben Abend war noch, ja, aber was ist denn mit deinem Mann? Du bist verheiratet, ne? Und dann schrieb sie als Antwort, wenn meine Ehe glücklich wäre, hätte ich dir diese Worte gerade nicht schreiben können, oder? Ja, und das war natürlich auch eine klare Ansage. Und dann stand eben immer im Raum, dass sie hier ihren Kerl verlassen wollte für mich. Und immer wieder habe ich dann im Laufe der nächsten Wochen vorsichtig, ich habe sie damit nie bedrängt, aber ich habe vorsichtig immer so, hast du mal mit deinem Mann mittlerweile gesprochen und so? Weil mittlerweile haben wir auch gewisse Mails und Chats gehabt. Ja, ihr wisst, in welche Richtung das geht, ja? Also so CS, und damit meine ich nicht Counter-Strike, okay? Also ihr wisst, was ich meine. Und das war sehr eindeutig. Und das wollte sie ja noch in die Realität umsetzen. Und sie hat ja auch Auto. Ich weiß gar nicht mehr, wo sie herkam. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß, in dem sie gewohnt hat. Was ich mich verdrängt. Und ja, willst du es nicht mal langsam deinem Mann sagen? Willst du es mal langsam deinem Mann sagen? So, und dann war Silvester. Mein Vater hat einen Jugendfreund wiedergefunden zu der Zeit. Weil zufällig sind die sich begegnet und der wohnt tatsächlich, oder wohnte, mittlerweile ist der tot, der wohnte zwei, drei Häuser weiter in einem anderen Mietshaus. Ja, und dann
da war der Kontakt wieder da und das fand ich natürlich auch gut, dass mein Vater da mal sozial ein bisschen mehr Kontakt hatte zu anderen Leuten und so. Und dann haben wir den und seine Freundin oder Frau zur Silvester eingeladen. Und so haben wir die kennengelernt und irgendwann mit genug Alkohol intus hatte ich plötzlich, die hieß Simone, die Frau, die hatte ich plötzlich auf meinem Schoß. Und dann gab es mir immer Küsschen auf die Stirn und auf den Hals und auf die Wange und ach, du bist ja so ein Süßer und bla bla bla. Also das war ganz klar, wo das hingehen sollte von ihrer Seite aus. Ich war aber in Katja verliebt. Ne? Ja, ich habe natürlich nicht, bin da nicht weiter drauf eingegangen. Ich hab, außerdem saß links neben mir ihr Mann, der Freund meines Vaters, mit einer roten Birne und grimmig und wütend und wutschnaufend neben mir. Ne, also das hätte nicht aufs Maul gehauen, das ist eh ein Wunder. Davon mal abgesehen. Ne. Gut, okay, das war ein alter Knacker, der hätte mir eh nicht viel gekonnt, aber von daher. Ne. Und irgendwann habe ich dann gesagt, irgendwann reichte mir das. Ich bin dann abgehauen in die Küche, habe mich erstmal zum Durchatmen hingestellt. Da kommt die mir hinterher. Ich sag, Simone, jetzt hör mal zu. Ich finde das ja sehr schmeichelhaft, was du da machst. Und du bist auch echt eine hübsche Frau. Aber dein Mann sitzt da mit im Raum. Das kannst du doch nicht. Ja, nee, sagt sie. Aber ich bin ja immer noch ich selbst und ich kann auch immer noch selbst entscheiden, wen ich lieb habe und wen nicht. Ich sag ja. Dann sprich das vielleicht erstmal mit deinem Mann durch, aber nicht mit mir. Also mach nicht diese Nummer da. Ne? Ja, und dann war das auch mein gegessenes Thema. Und was mach ich, Idiot? Was macht der viel zu ehrliche Slane am nächsten Tag? Erzählt er die ganze Geschichte lang und breit. Katja! Ja, und da hat sie natürlich beide Hände im Kopf zusammengeschlagen und, oh mein Gott, ich bin ja nicht in deiner Nähe, woher soll ich denn wissen, wann das nächste Mal sowas bei dir passiert? Irgendwann kommt dann irgendeiner, die nimmt dich mir weg. Ich sag, jetzt hör mal, wenn ich zulassen würde, dass mir eine andere Frau mich dir wegnimmt, dann wäre ich jetzt weg. Aber ich habe die abgelehnt. Deswegen habe ich dir das, ich erzähle dir das hier eigentlich gerade so ein bisschen als Vertrauensbeweis. Ja, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. So, dann habe ich aber, dann bin ich so ein bisschen hellhörig geworden, weil irgendwie, warum kippen die so ab und so? Naja, und dann ist mir aufgefallen, ich habe halt eben mal so ihren Namen so ein bisschen mehr gegoogelt, auch ihren Nicknamen, und habe mir gesehen, dass sie zum Beispiel, gab es mal irgendwie, oder gibt es das immer noch, so ein Yahoo-Forum-Ding. Jetzt nicht dieses Chatprogramm, was ähnlich ist wie ICQ, sondern die hatten auch so eine Page, wo man dann so kleine Profile machen konnte mit Fotos und so. Gibt es das noch? Ich weiß noch nicht mehr, wie das hieß. Und da hatte sie auch so ein paar Kontakte, irgendwo in Amiland, irgendwelche Rocker, irgendwelche Mettler und sowas, ne? Und dann hätte ich mal sehen sollen, die Kommentare, die sie denn geschrieben hat. Die war schon fast so eindeutig wie die sie an mich gerichtet hat. Ja, dann habe ich sie darauf angesprochen, ne? Und da brauchte sie dann schon wieder ein bisschen Zeit für sich und ich habe längere Zeit nichts von ihr gehört. So, und dann habe ich jedes Mal, wenn ich diese Tage hatte, ich habe ja jeden Tag mit ihr mehrere Stunden online oder am Telefon verbracht. Und plötzlich ist diese Frau für mehrere Tage weg. Das frisst dich auf. Und das wusste die, glaube ich, auch. So als kleine Strafe, sage ich jetzt mal. Ne? So, und jedes Mal war das echt hart. So, und dann waren einige Tage vergangen, dann kam sie zu und ich sagte, was ist denn jetzt? Was hat jetzt die Zeit gebracht? Ne? Ja, ich habe viel ich habe jetzt mit meinem Mann über alles gesprochen. Wie, über uns? Nee, nochmal über alles, über die Fehler, die er hat. Weshalb ich überhaupt unsere Sache zugelassen habe. Ich sage, ja, und? Ja, er hat sich entschuldigt, er möchte sich bessern, ich werde bei meinem Mann bleiben. Boing! Nie wieder von dir, nie wieder nicht, aber ich habe erst mal lange Zeit nicht mehr von ihr gehört. Sie hat mir dann aber noch die Freundschaft gelassen. So, kleiner Schnitt. Mein Papa hat kurz angerufen. Das muss ich jetzt, ne? Habe ich rausgeschnitten. So. Also, wo war ich? Achso, ja, Freundschaft. Also, sie hat mir die Freundschaft dann gelassen. Und, ja. Viele sagen ja immer ganz gerne, das ist nur schlecht. Wenn du in eine Mädel verliebt warst und die macht mit dir Schluss oder irgendwas, aber sie sagt aber, wir können ja noch Freunde bleiben. Da soll man davon ja tunlichst die Finger lassen. Diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich bin heute noch befreundet mit ihr. Es ist natürlich noch kaum noch Kontakt mittlerweile, ne? Aber ne, man grüßt sich mal online irgendwie oder so. Ne? Was gibt es denn bei dir Neues oder so? Und dann ist gut. Warum nicht? Ne? Gut, okay, es hängt natürlich immer vom Mann dazu ab, wie sehr er sich dann vielleicht in Erinnerungen windet und Schmerz leidet, der alt ist. Wenn man das nicht drauf hat, da irgendwann mal mit abzuschließen, dann ist es natürlich nicht gut. Ne? Und es könnte die Gefahr bestehen, dass das gleiche passiert, wie damals bei Katja und mir passiert ist, denn ich habe dann angefangen zu klammern. Immer wieder mal habe ich sie angeschrieben und na,
Meinst du nicht doch, erinnerst du dich noch an die ganzen schönen Abende und am Telefon und bla bla bla? Und dann, ja, fing sie natürlich an, dann fang ich schon wieder damit an. Und blockte dann ab und war dann weg. Ne? Also aus dem Netz, aus dem Chat oder was auch immer. Kam nichts mehr dann erstmal ein paar Tage. Das darf man natürlich nicht machen, aber das habe ich ja damals nicht gewusst. Ne? Und deswegen habe ich es getan. So dumm, wie ich halt damals war. Na gut, das war halt, ja, Katja. Als sie mir übrigens das am Telefon dann halt eben sagte, von wegen, ich habe mich jetzt für meinen Mann entschieden, bin ich auch erstmal zusammengebrochen und bin dann auch erstmal völlig fertig gewesen, aber nicht so lange wie damals bei Denise, weil da war es wohl auch einfach das erste Mal, dass mir das Herz gebrochen wurde. Herzen härten sich, heißt es ja so schön. Und das ist auch wirklich so. Und deswegen, ich war fertig, ich war echt fertig, ich habe auch geheult wie Sau, wirklich. Und ein paar Tage lang war ich auch zu nichts zu gebrauchen. Aber irgendwann schöpfst du von irgendwoher wieder neue Kraft. Das passiert ganz automatisch. Weil das Leben geht weiter, immer. Immer. Auch wenn es scheiße weitergeht, es geht trotzdem weiter. Und das sollte es auch. Ne? Und dann hier von wegen selbst beenden, das ist das Feigste, was es überhaupt geben kann. Ja, dann war auch erstmal etwas längere Zeit Ruhe. Ich habe online einfach meine Sachen weitergemacht und irgendwann habe ich halt Online-Radios entdeckt, so aber als Zuhörer. Das kam alles allerdings über MySpace. Katja ist nämlich irgendwann zu MySpace gegangen und hat mir ihre MySpace-Seite gesagt: Guck mal hier, was ganz Tolles Neues, das habe ich entdeckt, da habe ich mein Profil gemacht. Sieht das nicht super aus? Ich so, oh Mensch, das ist ja interessant, da mache ich mir auch ein Profil oder darf ich das nicht? Weil ich habe ja viel geklammert. Und das hätte ja wieder so wirken können, als wenn ich ihr jetzt dahin hinterherlaufe. Und als ich gesagt, naja, also, fühlt sich schon ein bisschen so an, als wenn du alles machst, was ich auch mache. Ne? Da habe ich aber versichert in dem Fall, dass ich einfach nur selbst Interesse daran hatte, da eine Seite aufzumachen, weil das sehr kreativ damals noch war, MySpace. Du konntest dir ja komplett deine individuelle Seite gestalten mit Schriftarten aller Buchstaben und mit Farben und Bilder einbinden und GIFs einbinden und hast du nicht gesehen. Alles mit HTML. Da muss ich mich so ein bisschen reinlesen, habe ich auch getan und das klappt da eigentlich auch. Ich kann das zwar nicht schreiben, so ein HTML-Code, aber ich kann den so umbauen, dass die Farben sich zum Beispiel ändern oder die Schriftart, wo man das richtige Wort reinschreiben muss und so. Sieht man ja im Code selbst auch, da steht dann irgendwo der Name von der Font oder wie schreibt man das aus, keine Ahnung. Zum Beispiel. Und das habe ich halt auf jeden Fall gemacht. Habe dann da etliche Leute zugefügt, die auch MySpace hatten, die ich auch so ein bisschen kannte. Online, vom Spin her zum Beispiel. Und da habe ich dann halt eben dann auch versucht, ne, ich bin ja mal auf Suche gewesen nach einer neuen Freundin. Ich habe dann auch tatsächlich da versucht, Mädels zu finden. Und unter anderem kam ich dann da auf eine Dame und die hatte ein Webradio. Und ich wollte ja nichts von der. Aber ich fand einfach die Seite von der cool, die hatte guten Musikgeschmack. Man konnte halt damals auf MySpace so gewisse Suchkriterien eingeben und dann kamen bestimmte Personen, die Worte übereinstimmend in ihren Profilen angegeben hatten. Bestimmte Musikbands zum Beispiel oder so. Und dann so kam ich auf deren Seite. Und da habe ich da mal reingehört, fand das eigentlich auch ganz, ganz gut, obwohl da so viel dieses EBM, Dark Wave, Gothic, Industrial Zeugs lief, was ich überhaupt nichts mit anfangen kann. Und dieses Ambient dann auch noch und so. Das ist alles nicht meine Welt, aber eben auch ein bisschen Rock und Metal durchaus mal. Und vor allem Songs, die ich sonst noch nie im Radio gehört habe. Ich habe ja vorher nur normales UKW-Radio oder wie sagt man dazu gehört, was man so im Auto halt hören kann. So, und dann hat irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, irgendwie aus irgendeinem Grund haben wir dann mal telefoniert. Ich weiß aber nicht mehr warum. Wir hatten irgendwie gechattet und ihr war das denn so nervig, so viel zu tippen und kann ich die nicht einfach anrufen oder irgendwie so war das, glaube ich. Und dann habe ich einfach meine Festnetznummer da rausgehauen und dann ja, haben wir telefoniert. Ja, und so kam es denn, dass sie auch gesagt hat, Mensch, du hast ja eine angenehme Stimme, hast du nicht mal Lust, auch bei mir eine Sendung zu machen? Und so kam ich ins Radio rein. Und die andere Geschichte habe ich euch schon erzählt, wie es dann wieder auseinanderging, ne? Von wegen, ich habe ja keine Ahnung, von was Rock und was Metal ist. Und diese Radiobesitzerin hat sich dann auch um 180 Grad gedreht. Wirklich. Also das ging gar nicht. Die ist charakterlich dann das komplette Gegenteil geworden von dem, was ich von ihr anfangs kennengelernt habe. So kann man sich in Menschen täuschen. Das habe ich dann auf diese Weise auch mal mit der Holzhammer-Methode gelernt. Ja, und dann bin ich zum nächsten Radio. Also was heißt zum nächsten? Zum besten, meiner Meinung nach. Wirklich. Und da bin ich ja heute noch. Und da habe ich dann eine Hörerin kennengelernt und viel mit ihr geschrieben und so. Und das war Diana. Und nicht Diana, sondern Jana. Das war die Jana. So, manche. So, und
Die war auch noch damals in einer Beziehung und dann schrieb sie mir irgendwann, sie hat es getroffen mit ihrem Freund. Ich sage, ja, was ist denn da los? Ich bin ja immer dann so der Zuhörpapa. Ich habe da so ein bisschen so einen Helferinstinkt oder Komplex oder wie sagt man da, ne? Und Menschen, mit denen ich gerne schreibe, die mir sympathisch sind und mir dann schreiben, ihnen geht's nicht gut oder sie haben die und jene Sorge, da versuche ich dann immer ein bisschen mich einzuklinken und auch mal ein paar tröstende Worte oder Tipps zu geben. So bin ich einfach. Das ist irgendwie, liegt ja mal in der Natur, ist so. Und so war es eben dann auch bei ihr und dann schrieb sie mir, ja, ich hab mit ihm rumgemotzt, weil wir nicht mehr miteinander sprechen. Ich so, hä, wie ihr bei ihm, wieso sprecht ihr nicht mehr miteinander? Ja, wir sitzen im selben Raum, Rücken an Rücken, jeder vor seinem Monitor und chatten miteinander. Und wenn ich mich zu ihm umdrehe, um ihm was zu sagen, ist er genervt. Oder antwortet sogar mit, ja, das schreibe ich dir gleich. Oder sowas. Ich hab dir echt gesagt, was? Und haben dann auch geschrieben, das kann er wohl nicht angehen. Was ist, das kann er, verarsch mich jetzt hier oder was? Nee, ist wirklich so. Ich hatte auch echt keinen Bock mehr drauf und blablabla. Ich habe auch das Gefühl, der hat dann separat andere Mädels, mit denen er schreibt und blablabla, irgendwie so. Und ich sag, ja, das ist ja toll, ne? Ja, okay. Ja, und das ging dann immer weiter und auch immer mehr Sachen, die sie mir da anvertraut über den Typen, ne? Und da habe ich dann zu ihr gesagt, du, was? Ich will mich da nicht zu sehr einklinken, ja, aber meiner Ansicht nach, zieh den Typen ab, du findest mit Sicherheit was Besseres, ne, da im Ort oder was, bist ein hübsches Mädel, ich habe auch Bilder von ihr bekommen und so, ne, und nein, keine Nacktbilder, sondern ganz normale Bilder einfach, und ja, habe ich ihr dann so als Tipp gegeben, ja, und dann irgendwie, ja, meinst du denn, und naja, ich habe mir dann so ein bisschen durch diese ganze Trennungsphase als beistehender Freund da zur Seite gestanden, heißt, ich war zu 100% in der sogenannten Friendzone. So, und jetzt hatte ich einen außergewöhnlichen Fall, der nur scheitern konnte. Denn durch die ganze Schreiberei miteinander, und wir haben dann auch viel telefoniert damals noch, deswegen hasse ich, glaube ich, auch telefonieren so sehr mittlerweile. Weil ich habe immer mit irgendwelchen Mädels lange telefoniert und das wurde immer so schön und dann wurde es irgendwann richtig zu scheiße. Deswegen telefoniere ich nicht gerne lange mit irgendwelchen Leuten. Ist echt so. Und vielleicht liegt das ja daran. Ich kann ja sagen, dass es dadurch kommt. Das vermute ich jetzt einfach mal. Ja, auf jeden Fall, irgendwann am Telefon haben wir dann wirklich, wir haben so viel telefoniert, wir haben uns hingesetzt, haben jeweils einen Film eingelegt. Ich bei mir, sie bei sich. Gleichzeitig den Film gestartet, also denselben Film. Also, ne? Ich habe den Film reingelegt, Dead End. Ja, also hier diesen, wo sie die ganze Nacht an die Straße langfahren. Sie auch. Und dann haben wir gleichzeitig auf Play gedrückt und dann haben wir praktisch den Film miteinander übers Telefon geschaut oder so. Versteht ihr, wie ich meine? So einen Scheiß haben wir gemacht. Naja, und irgendwann hatte ich echt das Gefühl, dass sie auch mehr empfindet und hab sie da auch einfach frech nachgefragt. Und ihr auch gesagt, dass ich auch mehr empfinde. Und irgendwann hat sie mir dann das gestanden, dass sie sich im Laufe der Zeit in mich verliebt hat. Und ach, war das aufregend. Und in dem Fall war es dann auch so, dass wir halt eben auch gesagt, ja, wir müssen uns irgendwann mal real treffen. In diesem Fall war ja aber kein anderer Freund, kein anderer Typ mehr da. Also gab es dieses reale Treffen auch. Und wir haben vorher gesagt, wenn wir uns das erste Mal tatsächlich real treffen und du mich besuchen kommst, habe ich zu dir gesagt, ne, da wird nichts laufen, wir wollen hier nichts überstürzen. Ne? Außerdem wäre das dann, und ich war damals 30, mein erstes Mal. Und ich wollte das erste Mal mit der Richtigen haben und ich musste erst mal gucken, ob du die Richtige bist. Sie war die Richtige und zwar am ersten Abend. Was soll ich machen? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ne? Und es war hervorragend. Also ich fand mein erstes Mal, ich kann überhaupt nicht mich beklagen. Und ich bin dem Mädel auch bis heute dafür dankbar. Ne? Mich auf diese Weise, auf diese liebevolle Weise die Unschuld zu rauben, oder was, kann man ja so sagen fast. So, und ja, hat es natürlich geknallt, aber richtig, zwischen uns beiden. Erstmal jedenfalls, ne? Jedenfalls auf meiner Seite hier. Leider ist es aber so, dass wenn ein, jedenfalls ist das meine Meinung, wenn ein Mädel sich mit einem Typen zusammentut, richtig beziehungstechnisch, der vorher immer nur in der Friendzone war, dass sie einfach nur jemanden haben will, um nicht mehr allein zu sein, um irgendwie in einer Beziehung zu sein. Jetzt vielleicht mal ein Tipp an die Mädels von so einem Möchtegern-Frauenversteher wie mir, nehmt niemals, niemals eine Beziehung auf mit einem eurer besten Freunde. Funktioniert nicht. War nämlich bei Jana der Fall. Irgendwann hat sie kapiert, ich liebe den eigentlich gar nicht. Ich finde den total toll.
das ist mein toller, bester Freund, ne? Irgendwie mein Teddybär oder was. Aber es ist nicht der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen will, mit dem ich jede Nacht schlafen will, mit dem ich vielleicht Kinder erzeugen und eine Familie gründen will, was weiß ich, keine Ahnung. Was ich mit das jeweils individuell, wer da, was auch immer für Vorstellungen haben mag, ja. Ich mit ihr konnte mir das alles vorstellen. Ich habe gedacht, ich bin im Paradies. Umso mehr hat es dann wehgetan, ne? 3 Monate lief das dann auch und am Ende dieser 3 Monate war es dann halt eben so, das kam überraschend, dieses Ende, denn es war so, dass wir verabredet hatten, wir waren ja auch auf Fernbeziehung, auch hier weiß ich gar nicht mehr, wo sie damals herkam, ich weiß es echt nicht mehr, aber die Fernbeziehungen, die ich hatte, die waren immer meistens über viele, viele, viele Kilometer bis auf eine, aber da komme ich noch zu, also über 100 Kilometer war es auf jeden Fall und da hat sie gesagt, ja, immer nur alle 2 Wochen für ein Wochenende ist mir zu wenig, ich möchte dich mal für eine Woche oder so besuchen. Oder gleich 2. Ich weiß gar nicht mehr, was man damals verabredet hat. Nein, über 2 Wochen, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Und schon nach 4 Tagen konnte sie nicht mehr. Hat Heimweh bekommen und war nur noch nachdenklich. Und einen Tag lag sie bei mir nur im Zimmer und hatte den ganzen Tag schwerste Migräne. Da war überhaupt nichts mit ihr anzufangen. Ne? Ich habe mich dann versucht, so rührend irgendwie um sie zu kümmern, wie irgendwie ging. Mit einem Migräne-Menschen ist es aber schwierig. Die Erfahrung habe ich dann auch gemacht. Das war dann richtig so ein verlorener Tag auch noch. Naja, und dann hat sie halt gesagt, ich möchte nach Hause, ich möchte dir nicht wehtun und ich möchte auch nicht alles kaputt machen oder was. Ne? Aber, und dann fing sie an zu weinen und dann fiel sie mir in die Arme und oh Gott, was für ein rührseliger Scheiß. Der kann, naja, ich habe dann gesagt, mein Gott, Mädel, ist aber kein Problem. Wenn du so schlimmes Heimweh hast, dann ist es doch nur in meinem Sinne, dass es dir besser geht, also dass du nach Hause fährst. Und dann sehen wir uns eben wieder an den Wochenenden, dann passt das schon. Ne? Wenn du diese Zeit erstmal brauchst oder was, dann ist das in Ordnung. Ja gut, dann habe ich sie zum Bahnhof gebracht und dann fuhr sie ab und ich habe dann das Heulen gekriegt, weil ich auch dachte, ich habe vielleicht irgendwas falsch gemacht oder was. Und dann, nein, du hast nichts falsch gemacht, mach dir keine Sorgen, alles ist gut, ne? Du hast keinen Grund zu weinen. Sie sagte mir doch ins Gesicht, du hast keinen Grund zu weinen, es ist alles gut. Ja, dann fuhr sie dann nach Hause. Sie musste, wie gesagt, vom Kieler Hauptbahnhof losfahren. Ich habe sie also noch bis Kiel begleitet. Mit dem Zug von hier nach Kiel mit ihr zusammen und sie dann da verabschiedet, weil ich in Kiel noch ein bisschen bummeln wollte danach. Ich habe noch ein bisschen Geld gehabt und wollte noch ein bisschen nach Filme gucken und CDs und so. Habe ich auch gemacht. Na, ja, um mich ein bisschen abzulenken und so. Naja, heute Abend schreiben wir ja, alles gut. Und dann kam ich nach Hause, abends erst, weil ich den ganzen Tag in Kiel verbracht habe und fand eine lange, große, breite E-Mail vor, wo halt eben. Also, Leute. Wow, ich habe diese E-Mail irgendwo noch. Müsste ich eigentlich mal, nee, das wäre zu privat, das jetzt hier zu verlesen. Obwohl könnte ich eigentlich machen, weil, what the fuck, ey. Erstmal, ein Mädchen macht über E-Mail mit dir Schluss. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass das Mädchen tatsächlich 10 Jahre jünger ist als ich. Bis dahin ist mir das eigentlich gar nicht so aufgefallen, weil man super mit ihr reden konnte, die hat einen tollen Charakter gehabt, war sehr nicht oberflächlich, ne, falls ihr wisst, was ich meine, tolerant, genau. Das war das Wort, das mir jetzt gar nicht einfiel. Und sowas alles, ne. Und dann liest du diese Mail. Und fragst dich, what the fuck, Mädchen? Also im Nachhinein, beim ersten Mal ist einfach nur mein Herz zersprungen in Myriaden kleine Fetzen. Kann ich gar nicht anders sagen. Und Jana hat es auch geschafft, dass es mir noch schlechter ging als damals nach Denise. Weil ich in eine tiefe, tiefe, tiefe Depression gefallen bin. Ich bin im Alkohol anheimgefallen, fast ein ganzes Jahr lang. Und kam aus diesem Loch nicht mehr raus. Wirklich. Ein ganzes Jahr war ich nur depressiv, ich habe mich gehen lassen, ich habe mich nicht mehr rasiert, ich habe mich nicht mehr gepflegt und nichts. Ich habe meine Bude verkommen lassen bei meinem Vater, der hat mir ständig einen reingepresst. Wie sieht das bei dir aus? Das ist ja kein Haus hier, ne? Meine Krankheit ist gestreut, es war mir scheißegal. Ob ich mich da blutig kratze, war mir scheißegal. Ich habe da, ich wurde zum Zombie, kann ich gar nicht das sagen. Nachts nur noch gesoffen und laut Musik gehört auf Kopfhörer natürlich, um meinen Vater nicht zu stören. Und das war eigentlich alles, was ich so gemacht habe. Filme vielleicht noch geguckt oder ich habe mich abgeschottet von der Realität. So, und im Nachhinein, wenn ich diese Mail jetzt lese, dann kann ich mir immer wieder Kopfschütteln über die Defizite, die sie aufführt, warum sie jetzt Schluss gemacht hat. Damals. Ja. So Sachen wie zum Beispiel bei dir ist es sehr unsauber gewesen. Da lagen zum Beispiel Chipskrümel auf dem Fußboden und so. Und das bin ich von mir zu Hause nicht gewohnt. Ja, dann sag doch mal was, wenn dich sowas stört. Sie war ja jetzt nicht das erste Mal bei mir. Als da diese mehreren Tage waren, mehr als 2 Tage, wo sie bei mir war. Zum Beispiel. Da sind wir in Kiel rumgelaufen, da bin ich irgendwo gegen so ein Fahrrad gerannt, weiß ich noch. Da stand ein Fahrrad mitten auf dem Weg an so einem, wo man sich normalerweise hinsetzt, festgebunden. Habe ich einfach nicht gesehen, weil wir halt eben quatschen waren. Ich gucke die Menschen an, mit denen ich spreche. Ja? Und dann bin ich mit der Hacke gegen und hab, oh, scheiß Ding gesagt. Und dann so war der gegangen. So bin ich, so bin ich halt dann. Dann ist ja auch hinterher wieder alles gut. Da dachte sie, ich würde sie gleich schlagen.
Warum? Und wenn die solche Ängste hatte, wieso spricht sie mit mir nicht über sowas? Naja, wie gesagt, sie war halt wohl noch etwas... Ich persönlich vermute mittlerweile, sie hat halt Gründe gesucht, um ihre Trennung auch zu rechtfertigen, was sie eigentlich gar nicht musste. Hätte sie einfach nur geschrieben, ich liebe dich nicht mehr oder ich habe für mich erkannt, dass ich dich nie so geliebt habe, wie du es verdient hast, hätte mir das schon völlig gereicht. Aber sie war vielleicht der Meinung, weil ich damals wirklich noch ein viel emotionalerer Mensch als heute war, oder was heißt emotionaler nicht, aber viel verletzlicherer Mensch war als heute, dass sie da jetzt ganz viele Gründe einstreuen musste. Ich schätze mal, das war es eher. Also das war, glaube ich, eher das, die Ursache dieser ganzen Ansagen in dieser Mail. Und das kam aber dann eben auch noch dazu, dass sie halt eben reingeschrieben hat, dass die Gefühle nicht mehr ausreichen und so weiter und so fort. So, ja, und das war halt eben dann die Sache mit Jana. Und trotzdem, auch mit ihr, ich habe dann auch irgendwann, also sie ist dann sofort von mir fliegenden Wechsel zu einem Moderationskollegen gemacht. Ne? Damals. Und das war auch ziemlich hart, wenn die beiden im Chat sich dann angeschnullert haben, ne? Also im offenen Chatroom. Ich habe Sendung und die beiden sind da und werfen sich dann irgendwelche Kosenamen zu und ich liebe dich hier, ich liebe dich da und du bist immer noch in deiner verletzlichen Phase. Da wollte ich das Radio verlassen. Das habe ich dann meinem Chef geschrieben und dann hat der gesagt, nee, Moment, das machen wir anders. Und rumsti-wumst, ich habe mir das während der Sendung eine Mail an meinen Chef geschrieben und der hat sich sofort auf den Pott gesetzt mit dem jeweiligen Kollegen da, ne? Und ja, der hat natürlich dann sofort mit Jana gesprochen und Jana wusste damals, dass ich das Radio wie heute immer noch liebe und brauche. Da ist ein großes Stück meines Herzens drin und deswegen hat sie mich sofort in Privatnachrichtform angeschrieben. Nein, das will ich nicht. Ne? Mir ist gar nicht bewusst gewesen, wenn wir uns so unterhalten, dass wir dir damit wehtun. Wir machen das jetzt nur noch in Privatnachrichtform. Man kann nämlich in diesem Chatroom auch jemanden doppelt anklicken und da geht nochmal ein extra Fenster auf und dann kannst du dann auch mit dem da einzeln schreiben, ohne dass alle anderen das sehen. Und dann haben sie es halt eben darauf verlegt. Das war dann auch okay für mich. Ne? Also so weit ist sie dann schon. Ne? Ich hätte tatsächlich, wenn ich jetzt ehrlich bin, gerne eine Freundschaft noch zu ihr aufrechterhalten. Ich habe auch damals noch 2-3 Mal, nach Monaten der Zeit, die vergangen waren, versucht, so ein bisschen hier und da mal ein nettes Wort zu schreiben. Es kam aber nie ansatzweise was zurück. Und dann später, nachdem das alles schon völlig vergessen war und ich das schon mit den nächsten Mädels eingebändelt hatte und so weiter und so fort, habe ich dann auch noch mal versucht. Ne? Aber es kommt keine Antwort mehr von ihr. Die sperrt und blockt mich total. Wenn sie das dann meint, okay, ich habe versucht, noch mal den Weg zu suchen, so auf freundschaftlicher Ebene. Ich will nichts mehr von der, um Himmels Willen. Ich bin absolut glücklich, was soll sein. Aber wir haben uns ja menschlich verstanden. Es ist so ein bisschen schade, wenn das dann so weg ist, irgendwie, finde ich immer. Weil man versteht sich ja. Wir haben uns ja super unterhalten. Das kann man ja auch weiterhin, warum nicht? Wir sind ja alle nur Menschen. Also das ist immer, so sehe ich das zumindest. Das ist so meine Einstellung. So. Das war dann das Ding. So kurz nach dieser, also in dieser Absturzphase mit Alkohol und so weiter und was ich da alles hatte, da lernte ich, ich habe dann versucht, ich habe mich in meinem Schmerz gewunden und war der Meinung, so, hier geht's jetzt richtig scheiße, das habe ich ja schon irgendwie erkannt. Man gibt es nicht zu, aber man weiß es ja. Man gibt nicht zu, dass man auf dem absteigenden Ast ist und dass man sich gerade selbst vernichtet. Aber man gibt es nicht zu, man weiß es, aber man gibt es nicht zu. Ne? So. Und irgendwie, irgendwas hat mir gesagt, so, jetzt musst du schnellstmöglich wieder auf den grünen Zweig kommen. Du musst schnellstmöglich das nächste Mädel irgendwo auftun und schnellstmöglich neue Beziehung. Und wenn du dann irgendein Mädel findest, das dich liebt, dann bist du wieder glücklich. Und da habe ich dann praktisch das nächste genommen, was mir aus der Resterampe entgegengeschissen kam. Ja? Und das war Sharon oder wie auch immer. Aus Berlin. Die größte Bitch, die ich in meinem ganzen Leben jemals kennengelernt habe. Und falls du dieses Video jetzt siehst, Sharon, du bist die dreckigste Schlampe des ganzen verdammten Landes. So. Warum? Das möchte ich euch jetzt gerne erzählen. Also, ich habe dann Sharon kennengelernt. Frag mich nicht wo. Ich habe keine Ahnung. Ich bin damals auf etliche Foren, habe ich mich gestürzt. Mich an verschiedensten dubiosen Seiten angemeldet. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Irgendwo habe ich die auf jeden Fall kennengelernt. So. Und wenn du dich in den tiefsten Winkel des Internets begibst, dann findest du Kakerlaken. Das habe ich damals aber nicht verinnerlicht. Ne? Ist doch so. Wenn du in die Scheiße springst, dann triffst du nur die Würmer. So ist das. Ne? So, und deswegen. Jake, falls du das jetzt immer noch sehen solltest gerade. Ja. Nimm jetzt nicht, weil du jetzt verletzt bist und schnell was anderes haben willst, das nächstbeste, was dir entgegengerannt kommt, okay?
Kleiner Tipp von mir. So, und aber ich glaube, so schätze ich ihn auch nicht ein, um ehrlich zu sein. Gut, ja, ich habe dir halt ihn kennengelernt und mit dir geschrieben und bla 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 und so. Und der größte, bekloppteste Fehler, den ich machen konnte, war, ich war ja immer down, ich war ja depressiv und habe natürlich entsprechend mich auch geäußert und war immer sehr reserviert ja, okay. So, nicht mit Smileys und fröhlich und Witze machen und so, sondern so, ja, so emo-artig. Wie sagt man denn? Keine Ahnung. Lethargisch, wie sagt man? Das fiel ihr auf. Sag mal, ist irgendwas mit dir, Schäfsi? Du bist irgendwie so ein bisschen so depressiv, kommst du so rüber, so traurig irgendwie und so. Und was mache ich? Ich schreibe ihr, ja, ich bin gerade frisch getrennt und ach, mir geht's gerade so schlecht. Und da wurde Sharon plötzlich aufmerksam. Och, das tut mir aber leid, du bist doch aber so ein Süßer und wie kann man dich denn absingen? Das kann ich ja gar nicht verstehen. Und du bist doch so ein toller Mann und bla bla bla. Und dann fing sie auch an, sich für meine Hobbys zu interessieren. Plopp, hatte ich eine neue Hörerin. Und dann kam so Parallelen zu Jana fast schon hoch, so ein bisschen. Von ihrer Art her und so. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, die Sharon. Keine, oder Sharon oder wie die hieß. Keine Ahnung. Und dann habe ich dann irgendwann, obwohl da muss ich, da war ich, da muss ich eigentlich im Nachhinein sagen, bin ich ein bisschen erstaunt. Ich habe dann sie auf einmal gefragt, das mache ich eigentlich nicht von Anfang an, aber wenn mich, also, ist mal eine allgemeine Ansage, ja? An dich, Zuschauerinnen da draußen, ja? Du, die du mir jetzt gerade zuguckst und sagst, oh, der ist ja, den gucke ich gerne, den abonniere ich jetzt mal. Mit dem könnte ich mir auch vorstellen, auf Facebook mal ein bisschen zu schreiben, ja? So, jetzt nehmen wir mal an, wir schreiben auf Facebook eine Zeit lang, so, ja? Du hast aber keine Facebook-Bilder von dir, nur irgendwie Katzenbilder oder was, ja? Wenn ich dich jetzt trotzdem irgendwann mal frage, du, magst du mir mal ein Foto von dir schicken? Dann mache ich das nicht, um darauf zu spritzen. Von denen bin ich wirklich keiner. Ich bin ein Mensch, der gerne, wenn er jemanden sympathisch findet, weiß, wie es gegenüber aussieht. Und zwar nicht, um zu wissen, ist sie auch geil, die Alte, sondern einfach, um den anderen mal zu sehen. Ganz einfach, weil ich habe gerne auch den optischen Bezug auf menschlicher Ebene. Ich gehe dann auch niemals her und kritisiere die Leute. Oder wenn mir die Person optisch nicht gefällt, schreibe ich der nicht mehr. Das ist Blödsinn. Ich bin kein oberflächlicher Mensch. Ich sehe selbst ja scheiße aus. Ne? Also, ne? Nur mal so als Ansage. Und deswegen habe ich damals dann auch Sharon oder Sharon oder wie auch immer die hieß. Sie hat ihren Namen nie gesagt, deswegen weiß ich nicht, wie sich das ausspricht. Heute ist das ja so ein gängiger Prollname. Sharon, Kevin, Chantalle! Ne? Ist das so ein Name. Passt auf jeden Fall aufs Auge. Ne? Dann habe ich gesagt, magst du mir mal ein Bild von dir schicken? Und dann kamen tatsächlich Bilder von ihr. Und das war sie auch wirklich, denn einige Zeit später haben wir in irgendeinem Messenger, in irgendeinem Chat-Messenger gehangen, wo man auch mit Videokonferenz was machen kann. Und da habe ich dann mit ihr so ein bisschen geskyped oder so. Es war da kein Skype, es war irgendwas anderes. Ich habe damals MSN gehabt, ich habe Yahoo gehabt, ich habe ICQ immer ja noch gehabt und damals, also ich habe es ja jetzt noch. Und etliche andere kleinere, komische, wo ich den Namen gar nicht mehr weiß, komische Messengers. So, und das war eben einer von denen, war das, glaube ich. Oder das war sogar über irgendeine so eine Vorhangseite und ich weiß es echt nicht mehr. Ist auch egal. So, deswegen weiß ich, dass sie das ist, was ich auf den Bildern dann gesehen habe. Und die sah auch von den Proportionen her und so, hat sie mich sogar ein bisschen an Jana erinnert. Ne? Also ich mag die Frauen ja gerne nicht fett, obwohl habe ich auch nichts gegen, aber so ein bisschen, dass man was zum Anfassen hat. Ich mag diese dürren Gestänge nicht. Ne? Also so ein kleines bisschen sollte mindestens da sein. So bin ich eingestellt. Ist einfach so. Und das war bei ihr halt eben auch der Fall und die gefiel mir einfach ganz gut. Das Einzige, was mich eigentlich hätte stören müssen, ist, die hat immer so Zigarillos geraucht. Keine Zigaretten, sondern diese Zigarillos, diese Mini-Zigarren. Und die hat mein Onkel damals auch schon mal geraucht. Die stinken bis zum Himmel, die Dinger. Bah, Alter. Aber na gut, mir war es damals egal. Ich hätte alles genommen, was vom Baum der Liebe gefallen ist und da am Verwesen war. Ich hab's trotzdem genommen damals. So, und dann kam irgendwann, ja, Mensch, ne? Ich würde dich auch gerne mal real treffen und nicht so, oh ja, es ist so weit, ja, oh, mein klasse, klasse, klasse. Und dann, du kommst ja aus Berlin, das ist ja machbar. Und dann habe ich ihr die Bahnverbindung rausgesucht und dann kostet sollte das Ticket sollte 90 oder 95 Euro kosten. Weiß ich nicht mehr genau. Ja, oh, das Geld habe ich natürlich nicht. Ihr riecht den Braten bereits, ne? Und ich hatte damals zufälligerweise das ganze Jahr über, das ging so auf die Weihnachtszeit zu, 90 Euro zusammengespart. Denn immer, ich habe immer das ganze Jahr über so Kleingeld gespart oder wenn mal hier 5 Euro übers oder hier mal 2 Euro oder so, ne, spare ich es auf Weihnachten. Und dann habe ich immer meine Nichten und meinen Vater und meinen Bruder so ein bisschen beschenkt mit dem Geld. Nur so für jeden was für 10, 15 Euro oder so.
habe ich immer jedes Jahr gemacht und das mache ich eigentlich heute auch noch ganz gerne so. Also ich bin jetzt aktuell am Sparen für meine Süße. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal in einem Video erzählt, ne? So, Pfandgeld sparen, wenn man so will. So, also ich sage, ja, das habe ich, das Geld, aber das ist eigentlich für Weihnachten, das brauche ich dann wieder. Ja, ich kriege ja bald wieder, aber ich möchte dich so schnell wie möglich sehen, ne? Und was mache ich? Ich überweise das an ihr, das Konto von ihrem Bruder. Mit dem wohnt sie da zusammen, ne? Die wohnt mit ihrem Bruder noch zusammen, okay, naja. Und es war aber eine andere Bank. Ich bin, kann ich ja sagen, das ist kein Problem. Bei mir ist eh nicht so. Bei der Sparkasse. Und die war bei, ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Hypo oder ich weiß nicht mehr, keine Ahnung, irgendeine andere Bank. Es ist also so ein Transfer, der auch von der einen Bank zur anderen stattfinden muss und bla bla bla. Und deswegen ist das kompliziert. Und ja, ich habe das Geld einmal auch eingewiesen, habe das alles ins Rollen gebracht. Und ja, erstmal hieß es wochenlang, das Geld kommt nicht, das Geld kommt nicht, das Geld kommt nicht, ist immer noch nicht da, ist immer noch nicht da. Ich habe dann immer wieder damit genervt, was ist das, das Geld da? Und bin zur Bank gelaufen, hier, ich habe doch Geld angewiesen an diese, wieso ist das da noch nicht angekommen? Habe ich dann gefragt, ja, das tun wir vor, ja, das hätten wir normalerweise, das kann schon mal ein paar Tage länger dauern, wenn das da bei denen da irgendwie, wenn die da ein bisschen pennen in der Verwaltung bei denen, aber von uns aus ist das raus. Ja, es ging aber noch ein Schrittchen weiter. Statt dass ich einfach keinen Kontakt plötzlich mehr zu ihr habe und von ihr einfach nichts mehr höre, was logischer gewesen wäre, hat die mich warm gehalten, warum auch immer. Und dann war es plötzlich so weit, ich sagte, ja, das Geld ist da, ich komme dich jetzt besuchen. Ich sage, so, oh ja, das ist ja super, klasse, oder? Warum Termin ausgemacht? Und das war ausgerechnet an einem Samstag, wollte sie halt eben ankommen und da hatte ich, wie gesagt, meine samstagliche Radiosendung. Da wollte sie sich ja zusetzen. Ne? Das wollte sie gerne mal miterleben, wie ich hier live dann sitze und das alles mache und so. Wollte sie sich mal angucken. So, ja, dann musst du so kommen, dass du vor 22 Uhr hier in Eckernförde ankommst und dann, oder am besten so vor 21 Uhr, da können wir doch in alle Ruhe zu mir raufgehen und uns ein bisschen ausruhen und so und alles vorbereiten und gut, ne? Ja, das kriegen wir hin. So. Dann stand ich da unten im Winter am Bahnhof und habe auf die Alte gewartet. Und sie kam nicht und kam nicht und kam nicht und kam nicht und kam nicht. Von meiner vorigen Beziehung, von der Jana, hatte ich noch ein Handy. Das einzige Handy, was ich jemals hatte, der Kontakt gehabt. Und das habe ich dann halt eben genutzt, um sie hin und wieder mal über SMS anzufunken. Was ist denn jetzt? Wo bleibst du denn? Ne? Und da kamen dann so Nachrichten zurück wie, ja, ich bin schon im Bahnhof Kiel, aber ich warte jetzt auf den Zug Richtung Eckernförde, bla bla. Ja, okay, ich bin ja hier im Bahnhof, ich warte hier. Und dann kam der nächste Zug aus Kiel. Aber keine Sharon oder wie auch immer. Kam nicht. In der SMS. Was ist denn jetzt? Wo bist du, ne? Ja, hier ist aber auch kein Zug. Ich sag, hier kam gerade ein Zug aus Kiel im Bahnhof ein, Mädel. Oh, da muss ich verpasst haben. Oh, scheiße. Ich guck nochmal genau nach, ob ich am richtigen Gleis stehe. Und bla 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 bla. So, dann habe ich wieder geschrieben. Was ist denn? So eine halbe Stunde später. Die fahren ja halbstündige Züge so ein bisschen, ne? Oder Stunde, weiß ich gar nicht mehr. Ist auch egal. Ne, einige Zeit später, wie ist das? Langsam wird es eng. Ne? Kommst du jetzt langsam mal oder wie? Ne? Ich muss sonst langsam zu Fuß hoch, dann musst du sonst nachkommen, wenn du jetzt erst später kommst. Dann schreib ich dir mal eine Adresse, dann musst du dich in ein Taxi setzen und dann hochgefahren kommen zu mir oder was, ne? Ja. So, dann war es dann auch so weit, es war 9, ich habe ihm gesagt, so, ich muss jetzt los, ich muss jetzt nach Hause, ich muss, sonst schaffen wir das halt alles nicht mehr. Und, ja, ich bin schon im Zug, schrieb sie dann. Ich sag, ach, das ist ja gut, na gut, da kommst du ja bald. Kam aber nicht, kam nicht, kam nicht. Ich saß dann schon wieder zu Hause. Ich so, das kann doch nicht angehen, ne? Weil sie sollte mir halt eine SMS schicken, ich bin in Eckernförde angekommen. Kam aber keine SMS. Dann habe ich sie wieder angeschrieben und gesagt, hallo, du hast jetzt vor über einer Stunde geschrieben, dass du im Zug Richtung Kiel fährst gerade. Ne? Ja, es sind Gleisarbeiten, der Zug wurde mittendrin angehalten. So, habe ich gesagt, so, was? Ich habe mal ein Festnetz genommen und habe beim Bahnhof in Eckernförde unten angerufen und habe mich informiert. Da war nichts mit Gleisarbeiten. So, und ich war ja jetzt wieder zu Hause, ich hatte ja auch ihre Festnetznummer und dann rief ich einfach mal bei ihr zu Hause an. So ungefähr eine halbe Stunde später. Ich habe ja immer noch ein bisschen gewartet. Ich habe immer zwischendurch immer so ein bisschen gewartet, was von ihr dieses kommt. Ne? Und nach dem Anruf bei der Bahn habe ich eine halbe Stunde später oder vielleicht auch eine Stunde später immer noch geduldig gewartet und gesagt, so, jetzt rufst du die Alte an. Jetzt rufst du einfach mal bei ihr zu Hause an. Ne? Und nur mal so aus Spaß, weil ich habe mit Braten schon gerochen. Ne? Und da wer geht natürlich erst Telefon? Sharon. Ich sag, na, hallo, ich bin's. Ne? Wie ist denn das gerade möglich? Was gerade möglich? Ich sag, wie bist du denn jetzt gerade zu Hause? Wie kann das? Ja, der Zug aus Kiel, der fuhr ja nicht weiter. Da sind wir mit dem Bus zurück zum Bahnhof in Kiel gefahren worden. Und dann bin ich mit dem nächsten Zug wieder nach Hause nach Berlin. Ich sag, was? Innerhalb einer Stunde wirst du mich verarschen oder was? Ja, nee, das ist aber so. Und dann hörte ich von hinten die Stimme von ihrem Bruder, ne, riss ihr das Telefon aus der Hand, du glaubst eher das jetzt, du Arsch! Und klick, da war aufgelegt. Nachdem habe ich nie wieder von ihr was gehört oder gesehen. Bin mit allen Daten zur Polizei gegangen, die ich da irgendwie hatte online, habe alles ausgedrückt, was ich da irgendwie gefunden habe, und habe das angezeigt.
als Betrug, weil ich habe meine Nordsee-Orion nicht wieder gesehen. Und irgendwann ein halbes, dreiviertel Jahr später wurde der Fall fallen gelassen, wegen mangels Beweisen oder was sie die nicht gefunden haben. Oder es gab keine Charon, was weiß ich, wie die eigentlich hieß. Wahrscheinlich Chantal, egal, was sonst. Ich habe das als Lehrgeld verbucht und das war jetzt halt die Nummer mit der dann. Jo, und das ist natürlich mitten in der Trennungsphase nach Jana, da war ich natürlich noch mehr am Boden, ne? Und da war ich auch lange Zeit der Meinung, alle Frauen scheiße, alle Frauen die letzten Fotzen, gehen wir weg mit den fuck Weibern. Ich will zwar nicht schwul werden, aber mehr als zum Ficken sind die noch nicht zu taugen, die noch nicht, die sechs Weiber da draußen. Das war so meine Einstellung damals. So, dann, nachdem das Jahr, so nachdem sich das Jahr des Leidens sich dem Ende neigte, kam ich dann auf die Idee, du musst mal wieder raus, du musst mal wieder andere Menschen sehen, du musst mal wieder ein bisschen was anderes machen. Und das bringt nichts jetzt hier nur, dich da im Schmerz zu winden in deinen vier Wänden. Und bin dann auf eine Party meiner Schwester gegangen. Und da habe ich die nächste kennengelernt, das war die liebe Britta. So hieß die. Das war eine Freundin, oder die, ich glaube damals sogar die beste Freundin meiner Schwester. Und die wohnte in dem schönen Ort Damp, das ist so ein Kurort. Damp 2000 hieß es damals, oder Damp halt. Und ist da, glaube ich, auch irgendwie Schwester, Krankenschwester, sowas in der Art. Irgendwie fast wie meine Süße jetzt, die ist ja auch Pflegerin. Irgendwie sowas macht die da halt, ne? Die arbeitet halt da. So, die habe ich einfach nur kennengelernt und gar nicht weiter mit ihr groß gequatscht oder gesprochen oder so, aber ich fand die faszinierend, ich fand die schön, ich fand die, die hat so süß gelacht und, ne? Immer wenn meine Schwester Rockmusik auflegte, dann blühte die auf. Man sah also, ah, die hört so ein bisschen rockigere Sachen. Oh, das ist schon mal cool. Hm, naja. So, und dann kriegte ich die nächsten Tage nicht aus dem Kopf, die Alte. Obwohl ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht mal, wie die heißt. Ja? Und da habe ich immer meine Schwester angerufen und gesagt, du, sag mal, da war neulich ein Mädchen bei dir, mit der hast du dich so gut verstanden und die hatte so eine Brille und so und ja. Ja, die Britta, was ist mit der? Ich sage, ja, oh ja, Britta heißt sie. Ja, ich finde die ganz toll. Kannst du da was machen? Kannst du irgendwie einen Kontakt herstellen oder so? Ja, klar, die ist auf meinem VZ, da findest du die. Ja, ich sofort. Ihr glaubt mir gar nicht, wie schnell ich ein mein VZ-Profil hatte. Ich glaube, ich habe es auch immer noch. Ich bin aber da überhaupt nicht mehr aktiv. So, dann habe ich sie dann gefunden, angeschrieben und so, ne? Und dann ein bisschen hier geschrieben, ein bisschen da geschrieben und überraschend schnell hatten wir das erste Date. Und das war mein erstes richtiges, ernstzunehmendes Date. Weil ich habe sie nicht zu mir eingeladen, ich bin nicht zu ihr gegangen, wir haben uns in einem Restaurant getroffen und es gab Pizza. So, ne, das ist ein Restaurant hier in Eggerförde gewesen, das es leider nicht mehr gibt, das war aber für Pizza auch so ein bisschen bekannt. Das war so die ziemlich beste Pizza, die man kriegen konnte und das war auch ein verdammt leckeres Teil, was wir da gefuttert haben. Ja, und ich bin einfach hingegangen, wie ich bin. Ich habe mich nicht rausgeputzt und nix. Ich meine, klar, ich habe natürlich saubere Klamotten angezogen, mich vorher geduscht, Haare gewaschen. Das ist ja das Mindeste, was man tun kann. Aber ich habe mich jetzt nicht verstellt. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie piekfeine Klamotten angezogen, die ich sonst niemals trage. Das ist Bullshit. Gehe zu einem Date nur so, wie du sonst auch rausgehst. Wenn du fein ausgehst. Aber nicht so, wie du sonst nie rumläufst. Das ist Blödsinn. Lüge niemals das Mädchen, mit dem du auf ein Date gehst, an. Beim ersten Date, finde ich. Ist meine Meinung. Wenn die mit dir so nicht klarkommt, wie du bist, dann passt sie nicht zu dir. Dann vergisst die Alte, ist so. So, und das passte aber. Und ich habe auch ziemlich schnell festgestellt, damals war ich noch ein ziemlich großer Mario Barth-Fan, der damals mit seinem ersten Programm, glaube ich, oder zweiten, weiß ich nicht mehr, ziemlich großen Erfolg hatte. Und ich fand das auch damals sehr witzig. Ne? Mario Barth ist doch so ein bisschen frauenfeindlich. Und ich hatte ja damals so ein gewisses Problem. Das fand ich ja großartig, was er da gemacht hat. Und Britta auch. Die war oder ist immer noch riesen Mario Barth-Fan und hat die noch nachgemacht da und wir haben uns gestern Abend gegenseitig die Witze von Mario Barth erzählt und keine Ahnung, sind dann hinterher noch einen kleinen Verdauungsspaziergang durch die Innenstadt gemacht und alles. Ja, und dann irgendwann haben wir uns einfach wieder getrennt. Also sie fuhr wieder nach Hause, ich bin nach Hause gegangen, ist nichts weiter passiert, alles wunderbar. Dann haben wir hinterher wieder geschrieben und das nächste Treffen war dann bei ihr und, ne, so. Da hat sie eine Lasagne selbst gemacht. Ich habe nie mit Lasagne irgendwas anfangen können. Da dann das erste Mal, ja, Lasagne entdeckt und esse es bis heute noch ganz gerne. Allerdings nicht die Fassung, die sie gemacht hat, mit Auberginen drinne. Dann lieber ganz normale Macaroni-Lasagne oder sowas in der Richtung. Da bin ich schon eher davon begeistert, was meine Süße derzeit so macht. Ja, und dann war das aber wirklich so, dass das Ganze für sie, also für das Mädel, für Britta,
eine Sexbeziehung war. Also man trifft sich mit dem, hat einen schönen Abend, der ist lustig, mit dem kann man sich super unterhalten, mit dem kann man gut Rockmusik hören, Horrorfilme gucken und dann hat man ein bisschen Sex und dann ist das gut. Und dann zwei Abende später treffe ich mich mit dem und dem und dann habe ich mit dem einen schönen Abend und gehe vielleicht aus mit dem und tanze ein bisschen mit dem, was der ja nicht so macht. Und dann habe ich mit dem ein bisschen Sex und dann treffe ich mich am Wochenende wieder mit Tommy. Und dann machen wir dann wieder, versteht ihr, was ich meine? So war das wahrscheinlich so in ihren Augen. Ich habe mich aber total in die alle verknallt. Obwohl sie gesagt hat, Vorsicht, verlieb dich nicht in mich. Ja, du kannst deine Gefühle nicht steuern, du kannst deinem Herz nicht sagen, so, ne? Ich drücke jetzt hier mal den Knopf, so. Liebesmodus ausgeschaltet. Haha, wie praktisch. Das müsste es wirklich geben. Gibt's aber nicht. Und das war dann das nächste Jahr ein ganzes Problem. Ein großes Problem. Ne? Weil ich hier immer wieder meine Liebe gestalten habe. Immer wieder habe ich versucht, ne? Kannst du dir nicht irgendwie ein bisschen mehr mit uns vorstellen und so. Das würde mir so viel bedeuten und so, ja, ich möchte dir ja nicht wehtun und du bist ja auch toll, und, aber auf Dauer, ich möchte mich nicht binden, ich bin so oft verletzt worden, ich bin so oft fallen gelassen worden. Sie hat da wohl etliche Scheiße durch mit etlichen Mistkerlen. Ja, und das irgendwie, sie konnte einfach keine Bindung aufbauen. Und dann habe ich immer weiter dafür gekämpft, immer weiter. Sie hatte so einen Panzer aus Eis um ihr Herz herum, den ich so immer mehr weggeschmolzen habe. So eine Mauer, die ich immer mehr Stück für Stück weggebröckelt habe. Bis es dann irgendwann so weit war, dass sie mir sagte, du hast es geschafft. Du hast mein Herz befreit von dieser Eisschicht. Du hast mir gezeigt, dass es gute Männer gibt. Ich glaube jetzt wieder daran, dass ich eine Beziehung haben kann. Aber nicht mit dir. Sondern mit dem da. Oder so. Das war auch geil. Naja, trotzdem lief es immer noch mit uns beiden weiter, irgendwie, keine Ahnung. Weil sie keinen festen Freund fand dann nicht so wirklich und dann hin und wieder auch enttäuscht wurde und dann war ich wieder der Tröster und so weiter. Und irgendwann habe ich erkannt, so Tommy, das geht so nicht weiter. Und das ist ja wie beim Zahnarzt, ne? Entweder du leidest und gehst nicht zum Zahnarzt, hast aber Schmerzen und Schmerzen und du gehst einmal hin, es tut einmal doll weh und dann ist es wieder vorbei. Habe ich gesagt, gut, okay. Sie hatte Geburtstag und sie hat sich immer gewünscht, es gibt so Harry Potter Ohrringe von dieser Hermine oder wie heißt die, so kleine komische Blumendinger. Die kosteten, glaube ich, 60 Euro oder so. Da habe ich dann auch lange drauf hingespart, habe ihr die Dinger gekauft und zum Geburtstag geschenkt. Ne? Und sie war tatsächlich sprachlos, als sie die dann bekam. Und dachte in dem Moment, ich schätze mal, in ihrem Kopf war wohl drin, oh Gott, jetzt versucht er mich gleich wieder zur Beziehung zu überreden. Nein, stattdessen habe ich zu ihr gesagt, so, und als weiteres Geschenk mache ich dir Folgendes, ich gebe dich frei von mir. Heißt, ich werde dich nie wieder bedrängen mit irgendwas von wegen Beziehung oder so. Wir können gerne Freunde bleiben, ganz normal, aber auch im Bett läuft dann erstmal nichts mehr. Weil ich komme sonst nicht mehr aus diesem Gefühl raus. Ja, und seitdem haben wir uns aber auch gar nicht mehr getroffen. Was ich auch wieder ein bisschen, das war ja nicht meine Absicht. Eigentlich wollte ich die Freundschaft schon noch aufrecht behalten, weil als Mensch war das eine tolle Frau. Ich konnte mit ihr auf Konzerte gehen und quatschen und Filme gucken und allem möglichen. Wir haben uns totgelacht, ne? Aber das wollte sie dann. War ja doch wieder zu wenig ohne Sex. Ja, mein Gott. Mach's den Frauen recht. Naja, das war halt eben dann diese Geschichte. Dann gab es in der Zwischenzeit nicht noch irgendwie einen Streit, also lange nach dem ganzen Ding, einen Streit zwischen meiner Schwester und ihr und ihrem Kerl, also meiner Schwester, ihrem Kerl, also meinem Schwager. Und da stand ich ja plötzlich Britta vor meiner Tür. Ich dachte, was ist jetzt los? Da war ich ja schon mit meiner Mail zusammen. Ne? Und dann dachte ich erst, mach jetzt bitte nix. Ne? Aber ich habe ihr dann eigentlich auch nur geholfen, ihren Schlüssel wieder zu bekommen, weil mein Schwager hatte ihren Wohnungsschlüssel aus irgendeinem Grund noch und die weiteren Hintergründe erläutere ich jetzt nicht, weil hatte Himmel nichts zu tun. So, das war das letzte Mal, ich wollte das nur deswegen erzählen, weil das war das letzte Mal, dass ich sie real gesehen habe und seitdem schon seit Jahren nicht mehr. Auch nichts mehr von ihr gehört oder gelesen oder sonstiges. Keine Ahnung, was mit der passiert ist. So, ja, dann nach der Zeit mit Britta kam ich nicht, ich dachte ja so, jetzt hast du sie ja von dir losgegeben, das ging aber nicht so einfach. Ich kam nicht von der los, so. Emotions- und kopfmäßig. Ich kam von der Frau nicht los. Das ging ja so weit, dass ich tatsächlich freiwillig in eine Therapie gegangen bin und dem Typen dann alles erzählt habe und immer noch die Gefühle geschildert habe, die ich immer noch habe und wie ich mich daran zurücksehne an die und die Momente mit ihr. Und, oh, furchtbar. Aber es hat geholfen. Er konnte mich da so weit loseisen von ihr, wenn man so will. Ja, das war dann da so die Sache. Naja. Und dann habe ich halt meine Süße kennengelernt. Die kann ich ja schon lange, aber nur als Freundin, schon während ich mit Britta angebändelt habe, das ganze Jahr hindurch, kannte ich meine Mail schon als Freundin, durchs Radio auch ebenfalls, als Hörerin. Und immer so der Mensch, der einen auffängt. Eigentlich war sie in meiner Friendzone, aber bei Männern ist das umgekehrt als bei Frauen. Wenn du eine Frau bist in der Friendzone eines Mannes und da könnte mehr funktionieren, dann funktioniert es auch wirklich. Das erlebe ich ja gerade. Ne?
Aber umgekehrt, aus irgendwelchen Gründen ist das nicht so. Jedenfalls glaube ich da nicht dran. So, kann natürlich auch den besonderen Extremfall geben. Will ich ja nicht bestreiten. Es gibt ja immer Ausnahmefälle, ne? Naja, auf jeden Fall hat sie mich mal wieder aufgefangen und irgendwann haben wir auch gesagt, Mensch, wollen wir uns nicht mal real treffen und so. Und auch mit ihrem Mann, die war damals noch verheiratet, da lief auch gar nichts mehr. Ich wollte mich da aber auch nicht reinklinken, damals wie bei Katja ab. Das hat sie aber alles von sich aus dann gemacht. Es war nie ich der Grund, warum sie damals mit ihrem Mann Schluss gemacht hat. Das war einfach nur Scheiße mit dem damals. Und da lief ja auch mit uns noch gar nichts. Ne, von daher. Und dann haben wir uns real getroffen und auch da lief nichts. Auch von meiner Seite aus keine Gefühle, weil ich immer noch Britta im Kopf hatte. Zwischenzeitlich gab es dann noch eine sogenannte Maike für 1 oder 2 Wochen, weil die optisch fast eine exakte Kopie von Britta war. Sehr ähnlich jedenfalls. Und auch charakterlich so ein bisschen. Das war auch gleichzeitig das Problem. Dann war es auch wieder vorbei mit der. Was sie dann mit dem nächsten anbändelte. Ne? Und plötzlich war ich von jetzt auf gleich eben gerade noch 6 Mails geschrieben, tatsächlich. Und dann von jetzt auf gleich bin ich uninteressant. Schönen Tag, schönes Leben noch. War auch geil. Naja, und dann habe ich das zweite Treffen, also nach der Sache mit dieser Maike wiederum, war ich ja wieder am Boden und dann kam das dadurch zum zweiten Treffen mit meiner jetzigen Süßen. Und da habe ich dann wirklich endlich erkannt, eigentlich war Maike wichtig, weil das hat mir die Augen geöffnet darüber, dass dieser Typ Frau nicht gut für mich ist. Und da war ich da wirklich weg von. Und dann war plötzlich Mel da. Und dann war ich auch da. Und dann passt es plötzlich. Und es passt immer noch. Es war lange, erstmal ein Jahr lang oder was nicht, sogar länger, erstmal eine schwierige Fernbeziehung. Ne? Entfernung Eckernförde, Essen. Und dann ist sie irgendwann tatsächlich wegen der Beziehung hier nach Eckernförde gezogen. Und ich glaube, sie ist damit recht zufrieden. Sie hat einen tollen Job hier gefunden, arbeitet in einem tollen Team, hat super, super Bekanntschaft und Draht zu den Leuten da. Die geht jetzt zum Beispiel morgen Abend, gehen die alle essen im Steakhouse. Ich passe dann derweil auf unseren Hund auf. Also, das ist richtig ein Kontakt da, auch auf privater Ebene zwischen den Leuten da. Ja, also das war keine Fehlentscheidung ihrerseits. Ne? Sie hat ja auch nichts zurückgelassen sonst. So, ja, also wie gesagt, das sind so meine Erfahrungen, die es da mit den Mädels gibt. Und deswegen kann ich eigentlich sagen, diese sogenannten schlauen Sprüche, die man immer nicht hören will, ich kann aus Erfahrung sagen, dass sie leider stimmen. Zu einem großen Teil, sage ich mal. Jake hat zum Beispiel in seinem Video auch gesagt, warum gibt es keine Frau, die mit einem Freak wie mir zurechtkommt? Gibt es. Aber es ist sehr schwer, sie zu finden. Aber es gibt solche Frauen. Ich meine, ich bin ja selbst so ein Freak. Mal davon abgesehen, die Frauen, die dich Freak nennen, die sind auch nicht die richtigen Frauen für dich. Ganz einfach. So einfach, das ist eigentlich das Einfachste in der Welt, wenn man davon mal ausgeht. Und da kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Ansprüche. Ich habe mir, Jake hat in seinem Post auch das Profil von dem Mädel, um das es geht, verlinkt. Und da habe ich mir das mal angeguckt. Auch das Profilbild und so. Oder mehrere Bilder da so ein bisschen. Aus reiner Neugierde. Ne? Und ist ein hübsches Mädel. Also, du hast schon mal einen guten Geschmack. Das kann man ja schon mal attestieren. So ist es nicht. Ne? Aber eigentlich ist es keine, die jetzt irgendwie. Mein Gott, das gibt so viele Mädels, die jetzt so aussehen. Gut, okay, es kommt natürlich noch der Charakteraspekt dazu. Da weiß ich natürlich nicht, wie die ist. Ne? Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt eine Einzigartigkeit ist oder so. Obwohl natürlich die Frau, in die du verliebt bist, immer einzigartig ist. Das ist ja nun mal eben so. Und umso schlimmer ist es, wenn man sich in eine Frau verliebt, die so vom Typ her sehr ähnlich mit anderen Frauen ist, also ne, deren Gesicht du in ganz vielen anderen Frauen wiedererkennst. Das habe ich hier bei einigen auch von den Mädels, von denen ich so erzählt habe, hin und wieder mal gehabt. Vor allem fällt einem das dann auf, wenn man dann verlassen wurde oder einem das Herz gebrochen wurde. Ne? Gerade dann, wenn du auf die Straße rausgehst und dann Mädels siehst, die nur ansatzweise ähnlich sieht, oh Gott, du wirst gleich erinnert und dann sind gleich die Schmerzen wieder da. Ganz komisch. So, aber es ist auch alles oberflächlich. Also es ist eigentlich nur, ja, so ein bisschen Bullshitting meinerseits aus, ja. Aber Ansprüche sollte es eigentlich nicht. Ich habe ja schon gerade eben bei der einen Sache gesagt. Einige Mädels, die spielen in einer anderen Liga, sagt man ja öfters, ne? Meiner Ansicht nach darf es diese Aussage gar nicht geben. Aber da komme ich später auch nochmal zu.
Ja, wie gesagt, was man auch niemals machen darf, das ist in Klammern, auch nicht, naja, gut, und nicht unbewusst ist das ja, wie soll man nicht unbewusst klammern? Wenn man ist, einem ist das ja nicht bewusst, wenn man das denn gemacht hat. Und bei allem Respekt, aber dieses Bild, ja, ist einfach ein riesen No-Go. Andererseits ist es auch ein riesen Hilferuf gewesen, klar, ne? Deswegen kann ich es schon verstehen. Allerdings habe ich mich nie verletzt selbst. Dafür habe ich nicht die Eier gehabt, ganz einfach. Und ich habe doch, ja, ich habe mich innerlich verletzt. Also ich habe gesoffen wie ein Loch. Es schadet dem Körper ja auch sehr. Und mich gehen lassen und alles. Also man gibt sich dann ja auf. Das ist ja auch eine Form des Sich-Aufgebens. Und es ist aber nicht gut. Und vor allem dem Menschen, um den es geht, das dann mitzuteilen, das wieder klammern. Ne? Ach ja, das wollen die Mädels dann ja immer nicht. Man möchte ja eigentlich nur sagen, hier, so geht's mir jetzt, ne, wegen dir. Das wollte ich auch jedes Mal, wenn es so war. Aber es ist das Falsche, es ist nun mal eben tatsächlich das Falscheste, was man machen kann. Ich habe es auch immer wieder gemacht. Ja, letztendlich soll man ja, wie man ja, und das kommen wir hier zu den Plattensprüchen, niemals, man soll ja niemals aufgeben. Was ich aber tatsächlich, wo ich dem Jake zustimmen muss, viele sagen ja immer, ja Mensch, dann geh raus, ne? Die Mädels laufen dir nicht über die Füße oder klingeln an der Tür, ich will nicht oder sowas, ne? Das wird nicht passieren. Gut, das stimmt, das wird natürlich nicht passieren. Ja, und es ist auch gut rauszugehen, aber ich habe meine Mädels, die ich so kennengelernt habe, bis auf eine, nicht beim Rausgehen kennengelernt. Die eine, die ich dann, wo ich meine Schwester angesprochen habe, dann, ja, okay. Die habe ich aber auch nicht vor Ort angesprochen, sondern über meine Schwester und dann online klar gemacht. Ne? Wenn man so will. Also, meiner Ansicht nach muss man heutzutage nicht mehr rausgehen. Man findet auch sehr gute, liebe Menschen im Netz. Wenn man aufpasst. Wenn man schlau ist und sobald man dann einen Draht zu so einem Mädel aufgebaut hat, sollte man auch schnellstens sehen, realen Kontakt herzustellen. Skype erstmal, dass man sich schon mal sieht, grundsätzlich. Ja? Und auch schnellstens ein reales Treffen an einem öffentlichen Platz. Im Idealfall. Ja? Wie gesagt, irgendwo im Restaurant oder einen Stadtbummel machen gemeinsam, irgendwas, wo viele Menschen sind und so. Ne? Damit auch das Vertrauen da ist. Nicht, dass du jetzt der böse Opa bist, der nur die kleinen Mädels schänden will oder sowas in der Art. Einige denken da ja gar nicht so weit, einige Mädels. Vielleicht auch zu Recht, weil die irgendwelche Scheiße mitgemacht haben, weiß man ja immer nicht. Ne? Jo, gut. Ja, dann, wie gesagt, diese ganze Sache mit dem Ansprüche und schöne Frauen und so. Schöne Frauen unterteilen sich für mich in drei Kategorien. Einmal die Frauen, die ich schön finde und kaum ein anderer, weil ich in einer Frau, die mir gefällt, mehr sehe als nur die Optik. Ja. Für mich zum Beispiel, ihr kennt ja so ein bisschen aus einigen weiter Videos und vielleicht auch von meinen Facebook-Bildern meine Süße. Für mich ist das die schönste Frau der Welt. Viele andere mögen sagen, ich habe ja zum Beispiel mal so einen Troll gehabt auf spin.de, der hat dann gesagt, meine Frau ist ein kleiner, dicker, hässlicher Zwerg oder irgendwie so ein Scheiß. Hat er gesagt, ich weiß nicht genau, Wörter, jetzt nicht mehr, muss ich meine Süße fragen, die weiß es bestimmt noch. Da standen wir beide drüber, haben uns totgelacht, als er das geschrieben hat, weil er wirklich auf Teufel komm raus provozieren wollte. Jeden auf spin.de. Wirklich jeden. Der ist mittlerweile aber auch weg. Keine Ahnung, was mit ihm ist, ist aber auch egal. Also das ist die erste Kategorie. Ja. Dann gibt es die schönen Frauen, die wissen, dass sie schön sind und das ausnutzen. Ja, also die wissen, ja, ich bin wunderschön, ich bin begehrt, alle wollen mich. Ja, und dann entweder spielen sie mit dir, weil sie irgendwas von dir haben wollen. Ohne dir zu sagen, dass sie dich eigentlich nur als Freund sehen. Und dann machst du dir falsche Hoffnung und dann lassen sie dich irgendwann fallen. Ja. Oder naja. Wie soll man denn sagen? Suchen sich dann auch jemanden, der. Ja, wie soll man das? Das ist schwer zu beschreiben. Vor allem stehen diese schönen Frauen, die von sich wissen, dass sie schön sind, komischerweise zu fast 100% auf Arschlöcher. Vielleicht wollen sie aber auch so behandelt werden, weil jeder andere sie mit Respekt behandelt, kennen sie es nicht anders und freuen sich, wenn mal einer zu denen wie er das letzte Dreckschwein ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht brauchen die das. Ich habe keine Ahnung. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie. Und das sind die wissen, sie sind wunderschön, wollen aber gar keinen wunderschönen Mann an ihrer Seite, der genauso schön ist wie sie selbst. Die mögen auch Freaks.
Und das sind dann die wenigen Frauen, wo du dann wirklich auf der Straße siehst, wie kommt der Typ zu diesem Engel? Wie ist das passiert? Ja, weil die ihn liebt, wie er ist. Und deswegen, Jake, es gibt Frauen, die dich lieben, wie du bist. Die mich lieben, wie ich bin, zum Beispiel. Ne? Es gibt sie. Aber suche sie nicht, lass dich finden. Oder, na, nicht suchen ist auch falsch. Also es ist zu 50%. Finde du sie zu 50%, sie dich zu 50%, ergibt 100%. Passt. Irgendwie so. Verstehst du, wie ich meine? So ein bisschen, ja. Es ist leider alles sehr kompliziert. Und Oberflächlichkeiten sind mal absolut unwichtig. Wenn du auf schöne Frauen stehst, dann verfolge weiter schöne Frauen. Ist ein gutes Recht. Es wird aber sehr schwer, dann eine zu finden, die dann eine von den 10.000 ist, die Freaks mag. Freaks ist so ein böses Wort, aber ist ja so. Ich bin ja auch so ein Freak. Kann man ja nicht anders sagen. Zum Beispiel. Und letzten Endes kann ich nur das auch noch aus Erfahrung sagen, durch all die netten Damen hier, mit denen ich, von denen ich jetzt gerade berichtet habe, wenn du diesen Status hast, den du gerade hast, Jake, also dieses gebrochene Herz, ja, stürzt dich nicht auf den Schmerz und winde dich darin, obwohl, mach das vielleicht eine Woche lang, dann aber richtig. Und halte die Tränen niemals zurück. Generell niemals. In der ganzen Zeit nicht. Wenn dir da Heulen zumute ist, dann heul volles von. Lass uns raus. Das reinigt die Seele. Das ist einfach so. Und wenn dir dann dabei auch noch irgendwelche Balladensongs oder irgendwas helfen, tu das. Hör sie dir an und dann lass es richtig raus. Hinterher geht's dir besser. Eigentlich ist das genau wie mit der Geilheit, ne? Ich meine, wenn du horny bist, ne, dann guckst du dir ein Porno an, klopfst dir an, hinterher bist du auch befriedigt, oder? Das ist natürlich ein extremes, bescheuertes Beispiel, aber es ist einfach so. Und der nächste Tipp meinerseits, ganz klar, stürz dich mit voller Euphorie und mit aller Energie, die du noch hast, auf all das, was du liebst, auf all deine Hobbys. Guckst gerne Filme? Dann guck massiv Filme. Und nur Filme, die du wirklich sehen willst, wo du weißt, das wird dir jetzt richtig Spaß machen, die zu gucken. Oder, keine Ahnung, wenn du Musik hörst, dann hör so viele CDs, wie du irgendwie kannst, die du noch nicht kennst, die dich immer schon interessiert haben. Kauf sie dir, hol sie dir, sammel, was du sammeln willst. Lies Bücher, wenn du gerne liest. Oder, wie gesagt, geh raus, wenn du viele Freunde hast, triff dich mit diesen Freunden. Wenn du irgendwie soziale Kontakte hast, nimm sie wahr. Und lenk dich ab. Kick das Mädel oder diesen Herzschmerz aus dem Kopf, indem du Dinge tust, die dein Gehirn mit anderen Sachen beschäftigen. Und wenn das Zocken ist, dann ist das Zocken. Fertig. Es sollte nur nicht so was Blödes sein wie bei mir. Damals, nämlich das Saufen. Ne? Zum Beispiel, das ist natürlich dann wieder Blödsinn. Aber das sind die einzigen beiden Sachen, die man machen kann. So, dann bin ich durch mit dem scheiß Video jetzt hier. Und mir fällt gerade ein Mädel habe ich noch vergessen. Kurz nach Katja habe ich ein Mädel kennengelernt, mit der ich auch immer noch ganz gut Kontakt habe. Da ging das aber alles sehr schnell. Ich habe ihr eigentlich nur gestanden, dass ich mich in sie verknallt habe, bevor es richtige Liebe war. Das fand sie auch sehr schön und nett von mir. Das hat mir aber gleich geschrieben, dass sie sich niemals vorstellen können wird, dass da was ist. Und trotzdem sind wir Freunde geblieben und das ist heute so. Deswegen habe ich die jetzt nicht mehr aufgenommen, weil es nichts Wichtiges war. Aber ich fand es halt eben gut, dass ich habe echt Angst gehabt damals, als ich diese Mail schrieb und ihr halt immer die Gefühle gestanden habe, dass dann hinterher nichts mehr ist. Aber es war dann doch noch alles wie vorher und wie nachher, also immer noch wie jetzt. So. Also das kann auch funktionieren. Man sollte also ruhig den Mut haben und sich nicht bei jedem Mädel denken, wenn ich ihr jetzt meine Liebe gestehe und sie liebt mich nicht, ja, dann ist ja der Kontakt gleich kaputt. Wenn das so ist, dann war die alte eh scheiße. Ganz einfach. So. Charakterlich. So, gut. Also mir tat es gerade ein bisschen gut, jetzt scheiße mal nochmal einmal aufzuwühlen, aufzuarbeiten, den ganzen Quatsch. Und mit euch zu teilen. Vielleicht war es ja ganz spannend für den einen oder anderen. Jetzt kennt ihr mal so das Liebesleben des Slain, du heilige Scheiße. Ja gut, was soll's. Ich mach da ja kein Hehl draus. Ich habe ja da nichts zu verbergen. Ne? Ja. Ich könnte ja eigentlich, wenn ich so drauf wäre wie so gewisse andere YouTuber, ne? Die ganz schmutzigen Details, ne, so auf sexueller Ebene auch noch auszupacken. Da habe ich auch ein paar Abenteuer erlebt. What the fuck? What the holy fuck?
Die konnte ich eigentlich auch mal erzählen. Das mache ich vielleicht auch irgendwann mal. Wollt ihr das hören? Ich nenne dann aber keine Namen. Wenn ich das mache, dann haue ich keinen der Namen raus, um welches Mädel es dabei geht. Aber ich habe nur so zwei, drei Geschichten erlebt. Boah. Was? Was war das? Uiuiui, okay. Gut, also. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche dem Jake noch alles Gute. Und auch wenn du es jetzt nicht hören willst, der Schmerz wird vergehen und die nächste Liebe wird kommen. Und hier von wegen, ich will mich nicht mehr verlieben, ich bin schon so voll davon, bringt eh nichts. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Wenn du dich verliebst, dann verliebst du dich. Das ist so. Und wenn es wieder kaputt geht, dann ist das auch so. Und dann kommt eben irgendwann die nächste. Und hier von wegen, ich bin 31, ich sterbe bald, ich bin so alt, das ist der letzte Scheiß. Du kannst dich auch mit 68 noch frisch verlieben. Kannst du mir glauben. Wir hatten in der Familie immer so einen Fall. Mein Opa. Nachdem meine Oma an einem Herzinfarkt gestorben ist, hat er sich viele Jahre später, und er hat sie geliebt. Ich hab noch nie jemanden so weinen gesehen, wie mein Opa auf der Beerdigung meiner Oma. Ja, also der Vater meiner Mutter war das. Und wow, alter Falter. Da habe ich das erste Mal gesehen, wie sehr mein Opa meine Oma lieb gehabt hat. Halleluja. So würde ich wahrscheinlich auch abgehen, wenn irgendwann mal in ganz hohem Alter ich das Pech haben sollte, dass meine Süße vor mir stirbt. Dann gehe ich genauso ab. Und trotzdem hat er Jahre später eine neue Freundin gefunden, neue Frau, und war glücklich mit ihr. So. Also von wegen, ja, aber der Zug ist ja mal abgefahren. Völliger Blödsinn. So. Gut, es ist nicht böse gemeint, aber es ist wirklich, es ist, du bist noch jung. Ich bin eigentlich auch noch jung, auch wenn ich jetzt sage, oh, ich gehe auf die 40 zu, meine Knochen knacken schon, wenn ich mich bewege. Ja, es ist halt so. Ne? Meine Hoffnung abgesehen, dass ich so nicht sterbe, aber gut. Was für Quatsch. Also, bevor ich jetzt hier wieder anfange, Bullshit zu reden und damit das Video kaputt zu machen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, spätestens am Sonntag, und farewell.